Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Futures Handel mit dem Stereo Trader und als heutigen Referenten bei dieser Webinarreihe haben wir wie immer den Heiko Behrendt dabei. Da freue ich mich sehr. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich den Bildschirm übergebe, schauen wir uns einmal kurz den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigenen Entscheidungen treffen, unabhängig davon, was heute in dem Event gezeigt wird. Ja, gut. Kommen immer noch Teilnehmer rein. Es wird alles aufgezeichnet. Also geht nichts verloren. Okay, dann Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nelson. Auch herzlich willkommen von meiner Seite an alle da draußen. Wer mich kennt oder auch mehrere Webinare von mir kennt, der weiß, ich mache gerne einen kleinen Ausbildungsanteil und dann versuche mal so ein oder werde ich noch ein bisschen in die Analyse des Marktes reingehen und dann mal sehen, ob sich das Live-Trading ergibt. Volatilität ist ja ein bisschen da. Schauen wir mal. Ja, hier soll es ja vor allem auch um das Future Trading gehen. Also, wie kann man mit dem MetaTrader 5 bei FX Flat als einzigen deutschen Broker dann im Future auch handeln und das in Kombination mit unserem allseits geliebten Stereo Trader? Und da werden wir dann sicherlich dann auch drauf eingehen. Als Ausbildungsanteil habe ich heute was mitgebracht. Ich will es auch relativ kurz halten, aber ich habe jetzt in letzter Tage oder in den letzten Tagen sehr, sehr wenig getradet und ich habe vor allem sehr viel Kontakt zu Neukunden gehabt und auch mit bestehenden Tradern telefoniert und auch Psychologen, unter anderem mit dem Norm Welz. Und irgendwie hatte sich so ein Thema rauskristallisiert, dass auch bei meinen Telefonaten, warum, klar, die rufen mich an, weil sie Probleme haben, die gelöst werden sollen. Und wenn man dann die Telefonate führt, möchte ich einfach so ein bisschen mal das zusammentragen und vielleicht auch den einen oder anderen auf die Sprünge helfen, warum denn so viele eigentlich im Trading scheitern. Und auch sehr interessant, wenn man sich logischerweise dann mit einem Trading-Psychologen darüber unterhält, den ich auch selber sehr gut kenne, den Norman Welts. Und ja, immer schön ist, mit ihm halt auch Erfahrungen auszutauschen. Wenn wir diesen Ausbildungsanteil durchhaben, dann möchte ich mit euch die Analyse des Marktes machen. Ja, ihr könnt auch gerne die Möglichkeit nutzen. Also ich mag das sehr, wenn ihr aktiv mit dabei seid. Ihr habt ja die Möglichkeit, über den Chat oder über die Fragen mir Fragen zu stellen. Und ich mag das eigentlich sehr, wenn ihr euch damit einklingt. Und ich werde dann auch auf das ein oder andere eingehen. Oder also das, was ihr mir halt schreibt. Genau. Gut, bei dem Ausbildungsanteil, also das, was ich jetzt mit vielen Interessenten, die sagen, ja, ich möchte gerne vor allem kurzfristiges Trading, ich habe danach gegoogelt, bin dann auf dich gekommen und möchte gerne jetzt nun erfolgreicher Trader werden und da sage ich, das ist alles auch legitim, aber die meisten Trader kommen halt her und sagen, Heiko, gib mir einen Setup. Also mittlerweile glaube ich, sind alle Setups, die ich auch verwende oder ein ganzer großer Teil der Setups, die ich verwende, sind kostenfrei, fliegen die hier irgendwo durch YouTube oder durchs Netz drumherum. Also das heißt, ich denke mal, wenn man danach googelt, findet man was. Ich habe ich glaube ich, der Tag eines Skype-Traders, das Video hat, glaube ich, weiß nicht, über 50 oder 60 oder 1000 Klicks. Ja, da stelle ich alle meine Setups also einzeln vor. Jetzt natürlich nicht mühselig im Detail, aber im Prinzip ist eigentlich alles zu diesem Thema gesagt. Das heißt, wenn man jetzt aber auch hergeht, an den Thema Setups lernen für den Erfolg, daran kann es ja nicht liegen. Oder man müsste ja da hergehen, wenn man vom Dirk Hilger jetzt auch da das Trading nach seiner Legende nimmt, ja, wer vielleicht auch dort in der Facebook-Gruppe ist. Das kann ja dann daran nicht liegen, dass das alles nicht funktioniert, ne? Und die meisten sind eigentlich nicht deswegen nicht erfolgreich, ja, sondern viele kommen halt zu mir und möchten halt ein Setup lernen, möchten gewisse
denken vielleicht, dass ich spezielle Setups habe, berichten mir auch von ihren Setups, die sie haben, an die sie glauben. Und denken dann halt, wenn man jetzt in ein Setup lernt und natürlich dann auch so das Risiko Money Management, was man typischerweise aus dem Buch kennt, dann bin ich erfolgreicher Trader. Also das ist dann das, ich lerne das einmal, ja, also muss das nur einmal lernen, das Kreuzen von einem 20er und einem 50er EMA. Wenn die sich kreuzen, dann kann ich long gehen und wenn sie sich andersrum kreuzen, kann ich short gehen, bisschen Risiko, Money Management drauf, klack und fertig bin ich und dann kann es abgehen zum erfolgreichen Trader. Ich wende das einmal an, ich bekomme dann recht, weil ich habe das ja gesehen, wie das funktioniert. Das hat mir ja jemand auch geschult und der hat mir da tolle Beispiele, Trades gezeigt, wie das alles funktioniert. Und vor allem ist, ich bekomme ja auch Recht und damit eine Sicherheit im Trading. Und am Ende kann ich das Ganze hochskalieren. Und nachdem ich es halt hochskaliert habe, kann ich mir halt endlich meine Träume und Wünsche erfüllen. Von mir aus mehr Freizeit mit den Kindern schaffen, ein Zusatzeinkommen, was für die Rente oder halt mir ein neues Auto davon ertraden, was auch immer. Ja, dahinter der Wunsch ist. Das ist so viel. Schichtig das Ganze, wie die Anzahl der Leute, die hier teilnehmen. Und das sind ja nicht gerade wenige. Und doch wenn man dann merkt, und spätestens wenn ich mich nach Jahren oder auch mit gestandenen Tradern unterhalte und auch Trader unterhalte, die konstant erfolgreich sind, dann kommt man halt eigentlich immer auf den einen und denselben Punkt, dass es um Setups und so weiter gar nicht geht. Und ich möchte euch sofern ihr merkt, okay, irgendwo trete ich immer wieder auf einer Stelle und vielleicht ist auch Trading gar nicht das, was ich am Anfang mal gedacht habe, nämlich ich lerne was, wende das an und das, was man lernt, das funktioniert halt auch. Denn ich will es jetzt nicht zu ausführlich machen, obwohl wir haben ja ein bisschen Zeit noch. Am Ende ist es ja so, wenn wir jetzt mal als Beispiel denjenigen nimmt, der da auf diesen Chart dort drauf guckt oder den da ansieht und vielleicht auch danach handelt, dann ist es doch so, dass am Ende die meisten Leute dort handeln, weil sie ein Setup sehen, also ein Regelwerk, also ein Setup ist, sind Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen, um halt in einen Trade halt oder einen Trade zu eröffnen, also, ja, also halt in den Markt einzusteigen. Und egal wie dieses Regelwerk aussieht, ich kann das ja hier nur global zeigen oder jetzt darstellen, nachher im Live-Trading, dann können wir auf meine Art des Tradings halt eingehen. Und am Ende möchte derjenige ja, klar, weil er hat ja so gelernt, geht es am Ende ja auch darum, vor allem Recht zu haben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nicht, dass wir die Bewegung machen, sondern die Bewegung machen immer die anderen. Also das heißt, ich bin nur. Also ich kann am Ende nie sagen, nur weil ich das will, wird das so passieren, sondern es geht immer darum, dass wenn ich das mache, der andere, der den Markt bewegt, der muss das machen, nicht ich. Und das ist halt das, was viele unterschätzen, dass sie die Fäden in der Hand haben, sondern man gibt hier die Kontrolle ja komplett ab. Das ist schon mal so der erste Schock für viele, dass es, auch wenn man es theoretisch weiß, dass nicht ich, die Kurse mache. Also als Trader selber, sondern dass es die anderen machen, glaubt man trotzdem immer, dass man halt recht hat mit seinem Trading und dann dort handelt. Ja. Von daher ist es dann so, dass wir an der Stelle merken, dass der Markt recht hat und nicht wir recht haben müssen und dass viele sich ziemlich anpiepen lassen von dem Auf und ab der Märkte. Es ist echt erstaunlich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, wie emotional geladen die sind, nur weil die Kurse über dem Bildschirm hoch und runter gehen und am Ende macht der Markt nichts. Also der ist ja nicht böse oder ist ja auch nicht extrem gut. Also es wird halt immer ins Verhältnis gesetzt, ob er jetzt gut oder böse ist, der Markt. Je nachdem, wie mein Profit-Loss gerade ist, ja. Aber am Ende ist ja der Markt eigentlich neutral. Ja. Der macht ja nur das aufgrund dessen von anderen Leuten, die gerade was tun. Und das ist echt interessant, wie da manche fast ja, förmlich aus der Haut fahren und sagen, es kann doch nicht wahr sein, der Markt muss jetzt fallen. Nach meiner Analyse XY muss das jetzt runtergehen und dann wird und dann am liebsten noch die Position aufgedoppelt, weil jetzt muss es passieren und ich weiß, dass es passiert und
Und ich habe es noch allen gesagt, dass der jetzt runtergeht. Und ich wusste genau, ich muss bei 13.000 Short gehen. Und das war gestern richtig. Und was auch immer. Ja, also das ist halt ganz interessant, wie dann die Leute auch dann ihre Position verteidigen, nur dass sie halt ein Recht haben am Ende. Und wenn ich mich dann mit anderen unterhalte und auch meine Erfahrungen aus 20 Jahren Trading beibringe, und ich weiß natürlich nicht, bei wo ihr jetzt hier steht im Detail, ja, aber vielleicht, und das soll ja auch nur ein Lösungsansatz sein, soll ja einfach nur eine Idee sein, soll einfach nur so ein Wink sein, und wo man sagt, okay, ich lasse das jetzt mal zu, vielleicht hat der Heiko Behrendt doch hier und da doch ein bisschen recht, und da ist vielleicht was dran und ich sollte mich damit auseinandersetzen oder das Thema vertiefen. Darum geht es mir eigentlich, ja. Und wenn ich jemandem damit helfen kann, dann ist da schon vielen viel geholfen, sage ich jetzt mal, ja. Denn nach vielen Jahren erkennen dann doch viele Trader oder vor allem auch die Trader, mit denen ich mich unterhalte, die ich gecoacht habe, mit denen ich immer noch guten Kontakt habe, mit denen ich befreundet bin, dass eigentlich Trading am Ende nichts anderes ist als Persönlichkeitsveränderung. Am Ende ist Trading eigentlich in ganz großen Teilen auch so eine gewisse Charakterfrage. Also das heißt, schafft es der Markt, mich aus der Reserve zu locken oder nicht? Und vor allem, was ich auch feststelle, ist, dass die Leute gelernt haben, dass sie sich im normalen Leben anders verhalten, wie sie sich an der Börse verhalten. An der Börse muss die Persönlichkeit oder muss die Denkweise sich gegenüber dem Normalen, was man bisher in seinem Leben kennengelernt hat, das muss man entkoppeln können. Ja, das ganze Leben ist darauf getrimmt, Recht zu behalten, Fehler zu vertuschen. Ja, das ist ja unser tagtägliches ja, Leben, was wir über viele Jahre erfahren haben. Und vor allem geht es ja immer darum, ich lerne was, ich befolge was, und wenn ich was richtig befolge, dann gibt es Erfolg, Erfolg in Form von, ich steige karrieremäßig auf, ich bekomme ein gutes Gehalt, einen guten Schulabschluss, egal was, es geht immer um die Benotung, und wenn man das alles befolgt, dann wird man erfolgreich. Und Börse ist halt null davon, null. Ja, und in einer gewissen Art und Weise muss man auch was lernen. Und wenn man was lernt und das richtig lernt, dann hat man zumindest die Chance, erfolgreich zu werden. Aber am Ende ist es zum Großteil, was viele am Anfang nicht glauben, eine Persönlichkeitsveränderung, sofern man nicht die Persönlichkeit bis dahin inne hat schon. Ja. Also ich kann wirklich auch zu mir sagen, also oder von mir selbst sagen, dass ich durch das Trading ein anderer Typ geworden bin. Also ich war früher, also ich kann es mal so ganz kurz, kleiner Seitengeschichte. Also ich bin früher förmlich, als Beispiel im Auto war ich ein absoluter, ne, nicht absolut, aber hier und da dann doch schon ein Choleriker gewesen, habe mich maßlos aufgeregt, ja. Und seitdem ich Trader bin und seitdem ich Verluste hinnehmen muss und auch Verluste hatte, wie auch Gewinne hatte, die mehr wert waren als das eigene Auto, was ich gefahren habe, und ich sowas auch aushalten konnte, solche Verluste, war es wirklich so, irgendein Typ ist mir ins Auto reingefahren, dann sage ich, okay, klar, ich reg mich halt kurz auf, aber nicht mehr so, oder ich akzeptiere das, weil an den Zustand, der da passiert ist, kann ich ja eh nichts mehr ändern. Ich kann mich aufregen, wie ich will. An den Zustand und an den Schaden, der dort entstanden ist, ändert es 0, nichts. Also egal, wie laut ich schreie, mit wie viel Dezibel. Und im Trading ist es genauso. Die Entscheidung, die ich getroffen habe, daran lässt sich dann nichts mehr rütteln. Ob ich jetzt reingehe, rausgehe, ich kann da noch so viel nachheulen, dass der Markt, nachdem ich rausgegangen bin, 10 Sekunden weiter gestiegen oder gefallen ist. Es ändert nichts an der Tatsache, dass das Ergebnis so bleibt. Und solche Erkenntnisse haben dann doch dazu geführt, dass ich mich persönlich auch verändert habe. Und am Ende ist eigentlich Trading vor allem, das versuche ich meinen Leuten, die ich coache, immer wieder beizubringen, ist es, die eigenen Stärken und Schwächen von sich zu kennen und das im Trading unterzubringen. Denn jeder von uns hat gewisse Stärken und Schwächen, die alle entstanden sind, ja, in der Lebenszeit, die man bis jetzt hier auf der Erde verbracht hat. Und da hat auch jeder sozusagen seine persönlichen Glaubenssätze, Ansichten von der Welt und von gewissen Sachen und von Märkten, wie Märkte funktionieren, ob nun alles Verschwörungstheorie ist und die Märkte hintenrum gesteuert sind. Am Ende glaube ich ja fast, dass die Märkte gesteuert sind nach den Linien vom Dirk Hilger.
Ja, also auf alle Fälle geht es darum, die eigenen persönlichen Stärken und Schwächen von sich selber zu kennen, dass einen der Markt halt so schwer es geht triggert, also vor allem emotional triggert, dass man nicht aus der Haut fährt. Ja. Und es geht natürlich genau um diesen Umgang der Emotionen, dass der Markt einen, also ich bin auch emotional beim Traden, aber jetzt auf einer gewissen Art und Weise. Ja. Auf einer gewissen Art und Weise bin ich dann auch emotional, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie ausraste oder weiß nicht. Früher war es so gewesen, dass ich, während ich hier gehandelt habe, waren auch Freunde da und da, die wussten jetzt nicht, ob ich jetzt 500 Euro verdient oder verloren habe. Das konnte keiner sagen. Also da bin ich relativ frei in den Emotionen. Ja? Also es triggert mich nicht, weil. Wenn ich so emotional auf meiner Arbeit wäre, bei jeder Tätigkeit, ja, als gelernter Zimmermann, wenn ich mich jedes Mal gefreut hätte, wenn ich einen erfolgreichen Nagel reingeschlagen hätte in den Balken, ohne dass er sich umbiegt, ja, dann wäre ich mit dem Dach nie fertig geworden. Ja, und am Ende ist es eine normale Arbeit. Ja, und am Ende geht es bei der Arbeit, für mich im Trading darum, um gewisse Risiken. Ja, also wie gehe ich mit den Risiken um? Und die Hauptfaktoren sind für mich eigentlich nicht das Setup. Das Setup ist am Ende ein Teil von vielen Teilen. Es geht darum, dass man gewisses Wissen erlangen muss oder sollte, damit man halt in den Märkten bestehen kann. Also ein gewisses Grundwissen sollte vorhanden sein. Ganz wichtig ist, dass der Kopf halt mitspielt. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe viele Leute jetzt gecoacht, den kann ich nach 3 Monaten sagen, du bist fürs Trading nicht geeignet. Jetzt fragen mal viele, was heißt das? Du bist fürs Trading nicht geeignet. Also, wenn jemand nach 3 Monaten mit mir zusammenarbeitet und gewisse Fehler nicht abstellen kann, wie soll er es dann alleine schaffen? Wenn er schon mit meiner Hilfe nicht schafft und wir alles versucht haben und er jedes Mal den gleichen Fehler macht, die Positionen dauernd dreht, switcht, im Verlust massiv nachkauft oder seinen Stop versetzt oder was für Fehler es noch gibt, wenn man diese gewisse Eigenschaften nicht hat, dann funktioniert das nicht. Ich habe das mal so verglichen jetzt bei meinem letzten Coaching-Teilnehmer, den ich leider attestieren musste, dass es entweder wird es das kurzfristige Trading nicht oder Trading allgemein nicht, aber das, was er macht, ist, wenn dann, nur zufällig erfolgreich, weil gewisse Systeme sich einfach verändern. Ja? Volatilitäten verändern sich, Strukturen verändern sich und wenn man da keine Anpassungsfähigkeit hat, dann geht man halt irgendwann unter. Und wenn man mit einem System handelt von 1998, weiß nicht, das kann funktionieren, muss aber nicht. Und derjenige konnte einfach diese Fehler nicht ausmerzen und hat ja auch gesagt, das funktioniert so nicht. Du musst da einen Riegel davor schieben und ja, und vielleicht ist es halt auch das Scalp-Trading nicht, was denn für dich dann funktioniert. Ja, kann ja auch sein. Ja. Oder vielleicht passt auch Ziel, also das, was ich als Wunsch habe, als Ziel, mit der Art des Tradings auch nicht zusammen. Ja. Und also das ist also so eine Möglichkeit vielleicht, dass man da ein bisschen besser wird an der Stelle und merkt, okay, dass Trading doch was anderes ist. Achso, genau. Ich wollte gerade vom Berufswegen das nochmal erklären. Ich habe es jetzt so erklärt, das ist so, wenn man jetzt sich Wissen aneignet, also was ich als Beispiel, ich möchte gerne Chirurg werden, man eignet sich Wissen an in diesem Beruf und lernt aus den Büchern das ganze Wissen und jetzt geht es in die Praxis rein. Ja, man sieht, man kommt das erste Mal in den OP-Saal rein, sieht auf einmal ein offenes Knie, eine offene Bauchdecke, sieht Blut und kippt halt um. Dann ist es auch so, dann bin ich für diesen Beruf nicht geeignet. Ich habe zwar das Wissen über viele Sachen, wie was funktioniert, wie was zusammenhängt im Körper, aber am Ende kann ich den Beruf nicht ausüben, ja, weil ich Blut nicht sehen kann. Und das ist im Trading halt auch so. Wenn ich gewisse Eigenschaften, also mittlerweile sage ich es auch so, und ich habe früher auch gedacht, jeder kann Trader werden. Heute sage ich nur, der mit der entsprechenden Persönlichkeit und Charakterstärke kann Trader werden. Weil der Markt einen immer versucht zu locken, aus der Reserve zu bekommen. Also wie wenn man sich gegenüber sozusagen ja, mit seinem zweiten Ich unterhält oder in Konfrontation geht. So ist das ja, weil der Markt macht ja nichts. Der Markt bewegt sich nur hoch und runter und das führt ja am Ende zu dem Verhalten, wie wir es an den Tag legen. Ne? Und deswegen, also muss ich manchen Leuten heute sagen, also ich kann dir noch Tipps und Tricks geben, aber am Ende glaube ich, so wie du es handelst, wird es nichts. Ja. Und lieber dann ein paar 1.000 Euro jetzt bei mir beim Coaching auszugeben, als irgendwie 100.000 Euro
vom privaten Kapital vernichtet, ja. Aber da gibt es viele interessante Geschichten. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausweiten. Der Markt beginnt jetzt gleich. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, weil wir ja gerade das Thema Arzt hatten. Vor ganz vielen Jahren habe ich einen Notarzt gecoacht. Der hatte keine Lust mehr auf diese 24-Stunden-Schichten. Und auch der hat das, was er in seinem Beruf als Faszination, nämlich alles zu geben, dieser Einsatz, den er im Beruf nicht mehr machen wollte, den hat er aber auf die Börse übertragen. Und es war wirklich so gewesen, dass der halt massiv im Verlust nachgekauft hat. Also das heißt, er hat alles gegeben, was das Konto hergegeben hat, teilweise, um den Patienten, nämlich seine Position, zu retten. Und ich habe ihm anhand der Auswertung seiner Trades gesagt, du machst immer einen und denselben Fehler. Das Problem ist, dass dieser Fehler, den du persönlich gemacht hast, also diesen Einsatz, den du gebracht hast, der hat sich jetzt immer noch mal relativiert, weil der Markt halt immer wieder zu seiner Ausgang seiner Position zurückgekommen ist. Aber ich sage, an dem Tag, wo der Markt nicht mehr zurückkommt, das heißt, wo der Patient stirbt, weil er unheilbar krank ist, ja, weil der Markt halt einen Trend einlegt in die Richtung, die du nicht brauchst, an dem Tag wirst du dein Konto schrotten. Und deswegen meine Empfehlung, solange du den Fehler nicht rausbekommst, bleibt es dabei. Irgendwann ist das Konto Schrott oder dem Untergang geweiht. Und meine Empfehlung ist, so viel wie möglich von dem Geld runterzuheben, versuchen, diesen Fehler in den Griff zu bekommen. Wir haben das paar Mal geübt und es hat halt vielleicht mal 2 Wochen geklappt. Und in der dritten Woche war wieder ein Tag dabei, wo er wieder das wieder ausgerissen hat, ne? Und Ende vom Lied war irgendwann nach einem halben Jahr oder das Coaching war dann beendet, und irgendwann kam dann ein Anruf und er hat gesagt, Heiko, beste Empfehlung von dir, das Geld runterzuheben, denn mein Konto, was ja irgendwo 80.000 Euro hatte und er hatte das Geld abgehoben bis auf 8.000 Euro, also 90% des Geldes, da sagte, die 8.000 Euro habe ich mit einem einzigen Trade gekillt. Ja. So. Und vielen Dank dafür, weil ganz ehrlich, der hätte das auch mit den 80.000 gemacht. Also das ist so eine kleine Story nochmal am Rande, um halt da vielleicht auch in die Lage zu kommen, sich mit sich selbst und mit seinem eigenen Trading, mit seinen eigenen Stärken und Schwächen zu befassen und diese anzugehen, wirklich. Ja. Ich habe es mal so betitelt: Erfolgreiches Trading ist am Ende wie dein Lieblingsgericht. Was auch immer für euch das Lieblingsgericht ist, bei uns ist es so, bei mir ist es so Spaghetti Bolognese. Und an der Stelle ist, dass erfolgreiches Trading am Ende aus gewissen Zutaten besteht, also auch gewisses Grundwissen, was man einfach braucht, über entsprechende Zutaten, also was wollt ihr gerne handeln, kurzfristig, langfristig, mittelfristig, Stundenchart, Minutenchart, mit Bollinger-Bändern, ohne Indikatoren, mit Linien, mit Pivots, ach weiß der Geier, alles, was ihr an Zutaten habt. Das mixt ihr entsprechend im richtigen Verhältnis zusammen. Dann bedarf es trotzdem einer gewissen Herstellungsabfolge, also einer gewissen Handlungsfolge. Und das ist auch im Trading so, dass ich halt trotzdem schauen muss, was sind meine Risiken, wie ist mein Management. Ja, nicht, dass die Nudeln fertig sind, aber die Soße ist noch nicht angesetzt. Das heißt, das Gericht kann so nicht auf den Tisch oder die Nudeln sind dann schon wieder kalt, bevor die Soße fertig ist und so weiter. Das heißt, auch hier heißt es im Trading eine gewisse Handlungsabfolge zu befolgen. Und ja, am Ende ja dieses Lieblingsgericht, was man kocht. Ja, die meisten kriegen es auch nur serviert. Ich koche sehr, sehr gerne. Aber am Ende ist es ja so, dass das, was jemandem gut schmeckt, ja, über viele Jahre hat man dann hier ein bisschen da was verfeinert und ich sag mal so, seine eigene Würze damit reingelegt. Und das hat dann dazu geführt, dass man da sein Lieblingsgericht daraus kreiert hat. Und ja, manche experimentieren da jahrelang, um die richtige Soße hinzubekommen. Und genauso ist es auch im Trading. Trading ist am Ende sozusagen ein kontinuierlicher Prozess von dem, was man, wie es dann halt am Ende, ja, ein kontinuierlicher Prozess und Entwicklung des Ganzen, um es dann halt erfolgreich zu machen. Also ich hoffe, dass ich mal so einen abstrakten Beispiel euch geben konnte, wie es dann vielleicht möglicherweise anders laufen kann. Ja, und solche Sachen. So ähnlich sind auch Teile des Grundkurses Skype Trading, den ich da entwickelt habe, um das Ganze mal von der anderen Seite aufzuziehen, nämlich von der Seite der Persönlichkeit
hin dann in dieses kurzfristige Trading hinein. Wie ich das Ganze umsetze und wie gesagt, am Ende ist das, was ich da umsetze, auch nur mein Ergebnis aus, das Ergebnis aus meinen Erfahrungen, meinen Ansichten und das muss halt nicht für euch funktionieren. Und es kann halt auch sein, dass es heute bei mir nicht funktioniert. Und wie ich das Ganze mache, das schauen wir uns am besten mal an. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis: am 13.11. bin ich auch nochmal im Rahmen von FX Flat da bei der World of Trading Online dieses Jahr. Und da habe ich auch einen spannenden Vortrag auch nochmal zum Thema Future Trading für euch dabei. Gut, dann gucke ich nochmal ganz schnell, bevor wir hier in die Märkte reingehen, in die Fragen hinein und hol mir das mal nochmal schnell her. Heute habe ich jetzt gerade nicht reingeguckt während meines Monologs. Lecker, genau. Ja, so. Der liebe Hilger hat heute allerdings heute früh auch einen kleinen Verlust realisieren müssen. Ja, das ist völlig normal, aber ich denke mal, der war da auch relativ gelassen dabei. Hallo Heiko, kann ich bei FXFET auch mit dem Dom handeln, so wie beim Ninja Trader? Wir können uns den Dom mal angucken, MetaTrader 5. Im Stealth Trader ist er jetzt nicht dabei, aber man kann auch aus dem Dom heraus handeln. Ich selber brauche jetzt nicht zwingend den Dom, aber klar, wer es gewohnt ist, ist ein bisschen anders. Ja. Der war jetzt gut mit Dirk seinen Linien, ja. Genau, ah ja, der Michael schreibt, und du kannst als Trader 19 Börsetage diszipliniert traden und am 20. wieder alle Gewinne zunichte machen, weil du dich nicht an deinen Plan gehalten hast. Genau, das ist einer der Punkte. Wirklich viele Trader schaffen es eine gewisse Zeit lang in diesem Umfeld, in dem sie erfolgreich sind, auch zu sein. Und dann kommt immer wieder was, so nach dem Motto, am 20. Tag, Junge, du weißt, wie es geht. Erhöhe doch mal dein Risiko, deine Positionsgröße oder genau an dem Tag hat derjenige eigentlich vorher schon mit Risiken gehandelt, die man nicht gesehen hat, ja, weil diese Risiken immer wieder belohnt wurden mit Gewinnen, aber man gar nicht selber mitbekommen hat, welche Risiken man da zwischendrin hatte und am 20. Tag verändert sich dann der Markt und das wird dann am Ende dazu der Killer dann werden, ne, wenn der Markt halt nicht zurückkommt. Also das ist nochmal ein sehr, sehr guter Einwand. Ja, also die Depots oder ich darf viele Depots sehen und von daher kann man das aus Erfahrung ja auch sagen. Es gibt da zwei ganz klassische Typen, wie Depotverläufe bei ganz vielen Tradern aussehen. Und da ja doch der Mehrzahl der Trader halt nicht erfolgreich ist, sieht es dann bei vielen im Depot halt so aus. Also bei einigen sieht es so aus. So. Das ist ein ganz typischer Depotverlauf. Ich hatte sogar mal einen, ich habe den jetzt nicht vorbereitet, weil das jetzt nicht so das Thema war. Oder halt wirklich, dass die Depotverläufe halt so schleichend sind, so runter, dann wieder ganz lange Erholung und dann so. Und das liegt halt immer daran, dass entweder in guten Gewinnphasen die Positionsgröße hochgenommen wird und es dann mal nicht klappt. Oder wenn der Markt schon abwärts läuft, so nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwie 3 Tage auf die Fresse bekommen, jetzt muss es doch was werden. Nach der Wahrscheinlichkeit muss doch jetzt das Ganze mal besser werden und dann wird die Positionsgröße erhöht und wenn sich der Markt dann nicht weiter verändert, dann geht es auch nochmal so runter. Gut, das soweit jetzt mal zu diesen Themen, zu diesem kleinen Ausbildungsanteil und wie gesagt, mal sehen, ob ich euch ein Lieblingsgericht oder mein Lieblingsgericht zubereiten kann, wenn der Markt sich so verhält, wie ich das gerne hätte, oder die Marktteilnehmer das machen, was ich erwarte, dann sollte man heute eigentlich da vielleicht was sehen. So, wir gehen rüber in den MetaTrader von FX Flat mit dem Stereo Trader und hier seht ihr jetzt eine Übersicht von Futures. Ja. Ah, hier war noch gerade ein Kommentar, der. Ach so, man weiß es eigentlich ganz genau, aber es ist so gut, wenn man es immer wieder zu hören bekommt, genau. Also es ist ja wirklich so oft, dass die Leute es eigentlich selber wissen. Das ist ja das Schlimme. Derjenige weiß, der kennt vielleicht sogar dann seinen Fehler oder ich habe ihn auf den Fehler aufmerksam gemacht. Und am Ende weiß er es eigentlich, aber diesen Fehler abzustellen, ist eine so große Herausforderung. Aber ich kann euch trotzdem sagen,
Es lohnt sich, dran zu bleiben, also den Fehler zu bekämpfen und die Ausdauer und die Energie vor allem aufzubringen, sich da ranzumachen. Weil ich habe ja auch Trader, die dann erfolgreich geworden sind. Und jetzt habe ich gerade auch jemanden gecoacht des letzten Jahres, der hat jetzt eine wahnsinnige Performance hingelegt und da hat es dann endlich mal Klick gemacht, ja. Und jetzt bleibt es auch dabei, jetzt geht es darum, diese Kontinuität beizubehalten, ja. Also nicht zu übertreiben und das konstant jetzt fortzusetzen, das ganze Thema. Gut, was seht ihr hier auf dem Trading Desk? Ihr seht auf der linken Seite den S&P Micro Future im 1- und 5-Minuten-Chart. Also schwarz-weiß ist der 1-Minuten-Chart, dahinter der X-Frame von mir im 5-Minuten-Chart mit blau-braun. Oben rechts sieht man nochmal den wie heißt der? US30, Mensch, der richtige Name, Dow Jones. Auch im 5-Minuten-Chart daneben der Nasdaq 100 im 5-Minuten-Chart und hier das unten nochmal das Ganze im 30-Minuten-Chart, um hier nochmal so die Zeiteinheiten auch so durchzuklicken, wie denn hier gewisse Sachen denn ausschauen, rein vom Candle-Chart her. Ja. Gut, eine Frage, die jetzt gerade am Anfang kam, der Dom, den kann man sich ja auch anschauen. Also man kann aus dem Dom heraus handeln. Wo ist er denn gleich? Unter Markttiefe. Das ist der Trading Dome, wenn man hier handeln möchte, aus dem heraus. Und kann hier entsprechend seine Position hier rein und rausgeben. Der Dom kann man hier oben dann noch entsprechend anpassen, ob denn immer nur, dass der an einem Objekt kleben bleibt oder immer, wenn man auch die Objekte wechselt. Was sehe ich, wenn ich jetzt auf den, jetzt. Genau, wenn man das hier anschaltet, dann wäre jetzt der DAO hier an, jetzt der Dom vom DAO. Und gehe ich jetzt auf dem Mikro, dann ist jetzt hier der Mikro an im Dom. Genau. Aber man sieht hier, man kann jetzt hier nicht hoch und runter scrollen. Ja, das ist halt ein bisschen nachteilig. Also es ist halt nicht so wie so ein Dom. Es ist halt eigentlich nur die Markttiefe, wenn man so möchte, in der man dann innerhalb der man handeln kann. Aber jetzt einen Dom, wie man es vielleicht hier im Ninja Trader kennt, ist es dann halt nicht, ne? Also hier sowas. Da, wo man halt auch noch hoch und runter scrollen kann. Ne? Das ist es dann nicht. Gut. Dann, ja, schauen wir mal uns den Markt an, wie der heute ausschaut. Also bei mir geht es auch immer von der Analyse. Stelle ich halt immer entsprechende Szenarien auf und versuche dann das Ganze umzusetzen. Und am Ende sehe ich glaube, ich habe es auch schon mal sicherlich irgendwo erwähnt, am Ende geht es für mich darum, die Struktur zu erkennen, was passiert hinter der Struktur und dann versuchen, mitunter gewissen Risiken dann den Trade halt einzugehen. Ja. Gut, die Analyse immer vom Großen, also meine Idee ist immer vom Großen ins Kleine, das zu analysieren. Also wenn wir uns jetzt hier den Stundenchart zu Gemüte führen, dann sehen wir, also ich bleibe hier im S&P, der Spezialist ist ja der entsprechende, der Dirk ist ja der Dow Jones Spezialist und das lasse ich dem auch gerne. Also der ist da wesentlich besser im Dow, als ich das bin. Okay, schauen wir uns mal hier das Ganze an. Darunter liegt noch das VPOC-Tool. Ich empfehle euch, dieses VPOC-Tool auch aktuell zu nutzen, auch wenn ihr die Future-Daten habt, denn die Future-Daten sind noch nicht so akkurat, wie sie sein sollten, aber daran wird gearbeitet. Und deswegen empfiehlt es sich auch trotz alledem, auch wenn man die Future-Daten hat, das VPOC-Tool zu nutzen, wenn man es dann im Einsatz haben möchte. Also wenn man hier diese, also bei dem Tool, wenn man jetzt ohne das VPOC das macht, ist es eigentlich eher, ich sage jetzt mal so, eher ein Market-Profile als ein Volume-Profile. Muss man einfach mal so sagen. Aber das, da gibt es Verbesserungen, ist in Sicht. Das nur, wie gesagt, im Detail. Ja. So, was wir hier sehen und was halt ganz interessant ist, im S&P 500, ich denke mal, vielleicht, wenn man drauf schaut, fällt ja doch auf, dass der S&P 500 dieses Hoch dieser Stunde von gestern, hier die Stunde 20 Uhr, nicht wirklich neutralisieren konnte. Da sind wir reingelaufen und seitdem fällt der Markt jetzt nach unten.
Auf der Unterseite, denke ich mal, fällt auch auf. Oder hoffe ich doch mal, dass das hinten ausfällt. Ja, ich mache mal das Bild ein bisschen größer, weil am Ende interessiert mich bei so einer Bewegung wie gestern nur der gestrige Tag. Was wir ja auch sehen im Stundenchart aktuell, bis jetzt kein Close. Also alle Closes und oder Eröffnungskurse liegen hier im Future bei 3432,5 so circa. Können wir hier mal auf so eine Linie reinziehen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, das ist hier so ein Preisbereich. Ja. Da ist der Markt in jeder Stunde, ja, also darum geht es eigentlich jetzt nur für mich, ne, also wie ich jetzt den Markt bewerte. Und ihr seht das ja hier, dass der Markt hier, da hat er geschlossen an der Stelle, hier hat er wieder aufgemacht an der Stelle und geschlossen. Ne? Also das heißt, dieser Preisbereich scheint schon irgendwo interessant zu sein. Und solange der Markt hier nicht durchsticht, passiert ja immer Folgendes: Der Markt geht halt rein und wieder hoch. That's it. Und jetzt heißt es für mich eigentlich hier zu überlegen, wie weit kann es hier hochgehen oder ab wann geht der halt runter und wann könnte dann vielleicht sogar auch ein Schlusskurs darunter kommen und was passiert, wenn wir einen Schlusskurs unterhalb der 3432,5 sehen? Sehen wir dann wirklich die Fortsetzung von gestern, also Bewegung, Korrektur und Bewegung auf der Unterseite, ja oder nein? Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu vielen anderen Tradern. Wenn man auch in Foren liest oder ja, sich, wie gesagt, auch teilweise mit Tradern und da hält dieses Thema Recht haben. Ne? Man wird bei mir immer nur lesen, der Markt hat dieses oder jenes gemacht. Ob ich jetzt damit Recht hatte, ja, also ich kann nur sagen, der Markt hat jetzt dort oder ist dort abgeprallt, wenn er es tut. Und wenn er es halt nicht tut, dann habe ich halt nicht Recht gehabt. Und wenn er es tut, würde ich mich aber nie hinstellen und sagen, siehste, ich habe doch gesagt, der Markt steigt oder fällt. Und das ist halt auch ganz wichtig. Also am Ende kann ich zwar Recht haben wollen, aber wenn ich kein Recht bekomme, dann muss ich das auch akzeptieren. Also entweder drückt man es so aus oder ich drücke mein Trading immer in Wenn-Dann-Regeln aus, um gar nicht in diese Falle zu kommen, dass ich Recht haben möchte. Ja. Gut, jetzt sehen wir hier, der Markt taucht hier gerade ein, aber geht auch immer wieder ein Stück hoch. Also wir sind sozusagen so ein bisschen in einer Seitwärtsrange und mal gucken, ob der Markt das hier wegknacken kann oder nicht. Ja, dann fällt sicherlich noch auf, dass die Phase hier mit dem Tagestief hier vom 15. Oktober zusammenpasst. Also das ist sicherlich auch nochmal interessant. Ja, also wie gesagt, der eine oder andere denkt sich, Mensch, ist so rudimentär, wie man das macht, aber das reicht manchmal aus, weil am Ende geht es ja im Detail jetzt darum, im Detail da jetzt darum, dass man jetzt nur überlegt, wo sind dann meine Chance oder wo ist mein Risiko vor allem, ja, und was lässt sich aus diesem Risiko heraus erwirtschaften oder nicht? Gut, also das ist das, was mir halt auffällt, dass dieser Preisbereich deswegen recht interessant ist, weil das Tagestief hier vom 14. Oktober ist. Und was ich halt ganz interessant finde, ist, vielleicht wenn man jetzt das Bild mal so nimmt, ich versuche immer die Märkte so ein bisschen darin einzuteilen in, wo liegt das Überraschungspotenzial? Also es gibt ja einfach ganz klassische Szenarien. Also ganz klassisch ist ja hier, so wie wir es hier vorne gesehen haben, dass der Markt Bewegung, Korrektur und dann halt jeden Tag hier irgendwie so steigt. Ne? Das ist jetzt zwar auch nicht schön, für die anderen ist es halt nicht klassisch, aber rein vom Verlauf her ist es durchaus klassisch, dass der Markt halt, nachdem man hochgebrochen hat, dann halt fällt. Jetzt haben wir hier so eine Bewegung, dass der Markt hier gestiegen ist, gefallen. Und jetzt gestern auch nochmal gefallen ist. Also wir haben eigentlich hier, wenn man so will, so eine Abwärtsbewegung. Und klassisch wäre vielleicht eher die Verkaufsseite, aber das Überraschungspotenzial, finde ich, liegt dann halt völlig auf der Oberseite. Ja, also das ist ja, wie es auch der Dirk immer sagt, der Markt muss erstmal einen Tief machen, um wieder zu steigen. Der Markt muss halt höher gehen, um wieder zu fallen. Und dann denkt man so, jetzt ist der Markt gestiegen, jetzt steigt er weiter. Und dann sagt der Dirk, nee, jetzt muss er fallen. Ne? Und genauso ist halt auch bei mir, dass ich dann eher davon ausgehe, gucke, kann dieses also wo liegt das Überraschungspotenzial, wo liegt am Ende auch der größere Schmerz versus der klassischen Analyse. Ne? Und das ist für mich immer ein wichtiger Punkt, auch zu überlegen, dass vielleicht viele denken, das sollte hier nach unten fallen. Der darf natürlich nach unten fallen, aber wenn das nicht macht, wo liegt der Schmerz? Und der Schmerz derer ist doch, dass alle Trader, die von gestern Abend oder von gestern über den Tag hier Short-Positionen drin hatten, diese Vorstellung zu haben, zu verstehen, was dahinter ist. Also die hier Short sind, da Short, dort Short oder hier. Ja, die hier, die haben heute schon mal kurz geschwitzt. Und ich denke mal,
Klassisch möchten die Leute gedanklich auch, dass der Markt hier runterfällt. Und was ist aber, wenn diese sozusagen nicht durchkommen oder die sehen recht objektiv jetzt mit der Kasseöffnung, der Markt will nicht durch die 3.431,5 oder 32,5 nach unten fallen. Ja, wenn da viel auf den Trichter kommt, dann fangen die an zu kaufen, indem sie ihre Position schließen und dann kann es den Markt halt nach oben drüber hieven und auf einmal ist die Überraschungspotenzial dann eher auf der Oberseite. Nur als Beispiel, ob es so kommt, weiß ich auch nicht. Ja, also da bin ich relativ frei. So, gut, also das von der Analyse, also rein analytisch sind wir in einem Abwärtstrend, der in einer Seitwärtsrange aktuell sehr gut konsolidiert. Bis jetzt kein Schlusskurs unter 3.432,5, damit durchaus auch nochmal der Lauf nach oben und das Überraschungspotenzial auf der Oberseite, spätestens wenn wir hier per Stundenschlusskurs auch das bisherige Tageshoch rausgenommen haben und die lange Kerze abwärts neutralisiert haben, wo ich dann eher erwarte, dass dann Leute eindecken, also das heißt, die Short-Positionen wieder aufgelöst werden könnten. Ja. Gut, das ist so meine Idee für heute und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie man das Trading technisch ummünzt. Was man halt immer noch mal, was ich halt gerne offen habe, sind so ein bisschen die anderen beiden Indizes, um einfach zu sehen, zum Beispiel, wenn die Tech-Werte im S&P oder die Tech-Werte tendenziell schwächer sind, was sie, glaube ich, ja auch der letzten Tage jetzt so waren, können wir mal kurz hier auf den Stundenchart gehen. Ne? Also die sind jetzt hier, naja, also da sind wir so ein bisschen eher unterhalb schon der Range und wenn dann die Techs, sag ich jetzt mal, so ein bisschen schwächer sind, dann ist es auch so, dann ziehen die auch ja logischerweise im S&P 500 haben wir ja die schweren Werte, sind ja die Techs. Und dann ist es vielleicht auch leichter im S&P dann die Short-Seite zu handeln. Ja. Old Economy, ja, der Dow, der sieht hier auch ein bisschen anders aus aktuell. Ja. Und da gucke ich dann, ob es dann da immer mal so ein bisschen eine Korrelation gibt, wobei ich den Dow eher weniger dann damit einbeziehe. Ja, der Dow, der steht ja. Gehen wir auch hier nochmal in den Stundenchart rein. Ja, der ist gar nicht wirklich durch dieses Tief da durchgefallen und der steht ja eher schon viel näher an dem Hoch dieser letzten Stunde da dran, als jetzt der S&P. Aber wie gesagt, das habe ich immer so ein bisschen mit im Blick, damit man einfach sieht, ob es da so ein bisschen ja, eine Connection zwischen den beiden gibt. Genau. Dann noch eine Frage: Kann man den E-Mini und den Nasdaq Mini nur mit dem MetaTrader handeln oder auch mit dem MetaTrader 4? Nein, nur mit dem MetaTrader 5 ist das möglich. Es sei denn, der Nelson sagt da was anderes dazu. Aber. Nein, nein, das geht allein von der MetaTrader 4-Struktur nicht. Ist nicht gegeben, dass da Börsenhandel stattfinden kann. Nur mit der MT5. Na, gut. So, also, was sehen wir hier? Ich habe auch immer auf der rechten Seite hier im Stundenchart, das ist auch der große S&P 500. Dann, was auch noch wichtig ist, das Level 2, was ihr hier seht, ist auch vom großen S&P 500, nicht vom Mikro-Future, weil mich ja interessiert, was das Volumen im Großen ist, weil im Mikro-Future, das ist am Ende, ist das nur gespiegelt, ja, da sitzen nur ein paar Liquiditätsprovider drin oder ein paar, die den Markt dann halt mittaxen. Ja, da wird jetzt nicht wirklich viel drin rumgehandelt, ja, und das läuft halt so ziemlich parallel mit und deswegen interessiert mich hier auch das Level 2 dann vom Großen. Das könnt ihr euch auch entsprechend einstellen, indem ihr hier im Stereo Trader unter Einstellungen halt schaut, dass da nicht MESZ20 ist jetzt der aktuelle Kontraktmonat, sondern ES20 drin steht, ja, also ES ist dann der Mini-Future als Volumenquelle und dann habt ihr dann auch hier das Volumen da drinnen. Vom Mini, ja, und nicht vom Mikro. Gut, dann auf der rechten Seite, wie gesagt, habe ich immer den großen drin, weil der mich am Ende interessiert, auch mit seinem Volumen prinzipiell. Und am Ende, ich sage, ich nutze halt den Mikro ja nur als Vehikel, um mein persönliches Risiko von mir aus dann halt besser zu managen. Ja. Und also feingliedriger, ne? Wenn ich jetzt sage, $50 pro Punkt ist mir too much. Dann möchte ich dann doch lieber darunter gehen. Ne? Und wenn man halt sagt, okay, $50 pro Punkt, also weiß ich, das ist für mich okay. Ja, es kommt immer auf die persönliche Kontogröße halt an, die man selber halt handelt. Ja. Also den ich jetzt gecoacht habe, bei dem es jetzt recht gut läuft, der handelt zum Beispiel immer drei normale S&P-Kontrakte.
Liegt aber auch daran, dass er einfach einen entsprechenden Account hat, wo er das halt auch locker machen kann. Ja. So, und von daher ist das, kommt das halt drauf an, wie man das dann halt haben möchte. Wie gesagt, ich handle jetzt auch ich handle bei FX Flat sowohl im Mikro als auch im normalen S&P, aber jetzt hier zu Demonstrationszwecken und da es hier keinen Demo-Modus gibt, sondern nur Echtgeldhandel, handle ich dann doch hier lieber im Mikro-Future, weil ich selber aus meiner jahrelangen Erfahrung auch weiß, dass ich im Webinar-Trading viel, viel langsamer bin mit meiner Denke, weil ich ja dann noch ein paar Wörter sagen muss und so wie jetzt gerade, ich kann sozusagen gewisse Sachen nicht runterhandeln, die ich einfach, die im Unterbewusstsein gedanklich verankert sind und die ich dann abspulen kann, aber ja, und deswegen handle ich dann das mal lieber im Mikro. Ja, wird es nicht ganz so teuer, wenn es halt nicht aufgeht. So, gut, also wir hier oben schalte ich mal noch um auf den. Als nächstes ist ja der 15-Minuten-Chart hier fertig. Und dann gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier nochmal ein tiefes Eintauchen. Also aktuell gefällt mir hier die Struktur im 1-Minuten-Chart überhaupt nicht. Was wir tendenziell jetzt hier haben, mit der Linie zeichne ich es mal ein. Wir haben jetzt hier gerade eben ein Pullback gesehen, ein tiefes auf diese Range von 3.438,75. Also Pullback. Jetzt mal gucken, ob der Markt hier nach oben wegkommt. Und mein Ziel, wenn wir nach oben wegkommen, wären jetzt hier rechts die 3.444 oder 45, ja, das Hoch dieser letzten 15-Minuten-Kerze. Und wenn wir das erreichen, dann kann man auch höher gucken. Ja, so. Gut. Also jetzt muss ich jetzt selber mal gucken, ob ich genau. Dann schauen wir mal. So, dann werden wir mal gucken, dass wir hier einen Trade reinkriegen. Also aktuell der Fokus ist Long. Ziel für diese Long-Geschichte wäre, bis hier hinzukommen, dass wir das letzte lokale Hoch erreichen. Frage ist nur, bin ich jetzt mit dabei, wenn der Markt da hochläuft? Ja, je näher wir rankommen, desto kritischer wird es halt für mich. Und am besten wäre natürlich, wenn man hier irgendwie von hier unten raus mitkommen würde, bis da hoch. Ja. Schauen wir mal, wie dem dann so ist. Ja. So, jetzt mal hier gucken, dass ich hier wieder die richtigen Zeiteinheiten anhabe, also 5-Minuten-Chart. Ja, ganz interessant. Ja, und jetzt zum Beispiel auch, damit der Markt das da hoch erreichen kann, schaue ich jetzt so ein bisschen so auf den Nasdaq und da seht ihr auch, der hat hier die letzten 10, 15 Minuten auch echt massive Probleme, dieses kleinere Hoch hier rauszunehmen und das dann so. Wie gesagt, wenn die Techs, also gestern hatte ich so das Gefühl, dass die Techs so ein bisschen der Forerunner waren. Also die sind so gefühlt irgendwie stärker gefallen und der S&P kam dann auch mit. Ja. Und dann ist das halt irgendwie einfacher, ja, wenn der S&P dann mitkommt und der Nasdaq im Fallen bleibt, ja, und da ziemliche Bewegungen macht, dann kann ich das einfacher auch mithandeln. Gut, also wie gesagt, tendenziell ist so ein bisschen die Long-Seite. Wir sehen jetzt hier im Level 2, dass der Markt hier doch ein paar Limits drin hat, die etwas größer sind, aber bis jetzt gut gehandelt werden. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, ob wir hier dann den Move auf der Oberseite kriegen. Oder halt nicht. So, ich muss mal hier drüben auf meinen anderen Bildschirm so ein bisschen auffangen. So, Herr Trump twittert gerade. Wo Trump, ja, machen wir. Oder hoffentlich nicht. So. Gut, so jetzt gucken wir mal, ob wir hier aus dem tiefen Kurs heraus nochmal jetzt den Move hier auf der Oberseite bekommen. Die 5-Minuten-Kerze ist jetzt gleich fertig und mal sehen, wie sie jetzt schließt. Wenn sie jetzt nicht so schließt, wie sie jetzt ist, würde ich gerne einen Dip. Jetzt ist die 5-Minuten-Kerze fertig, jetzt beginnt die neue 5-Minuten-Kerze. Und ich würde halt sehr gerne, dass der Markt hier kurz das Tief der 5-Minuten-Kerze rausnimmt. Und dann möchte ich sehen, ob wir dann nochmal den Move auf der Oberseite bekommen, damit ich hier den Long dann eingehen kann. Also ideal wäre es, ja, im 5-Minuten-Chart jetzt
dieses Tief der letzten 5 Minuten Kerze zu kaufen. Ja. Am besten natürlich, so, das sind dann schon mal 2 Punkte. Ja, 2 Punkte wären im S&P Mini Future. Ja, sind 2 Punkte, $100, die wir jetzt schon verpasst haben, in der Sekunde, wo ich nicht geklickt habe. Ja, so, also das Tief hier angehandelt. Und jetzt bin ich wahrscheinlich schon wieder zu spät. Na gut, ich habe jetzt nochmal einen reingenommen. Nehmen wir hier in Summe 3 Stück rein per Limit. Und dann gucken wir mal, ob der Markt jetzt hier nach oben gehen kann. Wie gesagt, bin sehr, sehr spät jetzt drin. Und normalerweise klicke ich das dann hier unten. Ja, ein Punkt Bewegung sind dann $5. Und jetzt gucken wir mal, ob der Move hier oben rauskommt. Der Stop wäre dann unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, also der 1 Minuten jetzt, wenn der Markt jetzt hier wirklich nach unten geht, dann, ja, dann wäre das sozusagen der Stop-Loss ganz grob. Ja. Also wir ditchen hier rein. Was wir jetzt brauchen, ist die Kontinuität hier auf der Oberseite so ein bisschen. Wenn da jetzt nicht gleich was kommt, dann muss ich ja raus. So, und jetzt gucken wir mal hier, ob man, es sind so 20, $30, die wir denn unten hinten hängen würden ungefähr. So, beim nächsten Ditcher nach oben muss ich halt sehen, dass der Markt halt hochkommt, wenn wir das jetzt nicht wirklich kaufen. Jetzt stelle ich hier gerade was fest, was sehr unangenehm ist, dass der Stereo Trader jetzt sich hier aufgehangen hat. Nicht schön. Ja, also das sollte hier nicht passieren. Ha, das ist natürlich. So, muss man hier mal umschalten, muss man den. So, Navigator. Das ist natürlich nicht gerade toll, wenn das passiert. So, also jetzt normal wäre ich jetzt schon draußen aus dem Trade. Da wir jetzt aber wieder dran sind bei dem Dipper, kann ich jetzt meinen Stop hier runterziehen. Also ich warte jetzt die Minute hier ab. Und dann kommt dann der Stop da drunter hier. So. Also hier so hin. Jetzt muss es nach oben gehen. Mal sehen, ob wir es nochmal aufskalieren können. Ich habe jetzt 4 Kontrakte drinne für Minis. Und mal sehen, ob jetzt der Markt nach oben kommt. Hier stelle ich dann so die Limits mal rein für die Bewegung nach oben. Wenn wir jetzt die Erholung hier sehen sollten. Der Nasdaq hat nochmal das Tief hier angegriffen. So, zum Ende der 5-Minuten-Kerze möchte ich gerne, dass der Markt im besten Falle oberhalb der 38,40 steht. Dann könnte hier was werden. Jetzt hat er sich hier schon wieder aufgehangen. Also, irgendwas hängt hier gerade. Weiß jetzt nicht, ob es mit der, also ich habe es eher selten bis gar nicht, dass das hängt. Vielleicht liegt es an der Webinar-Software, da kann sowas schon mal passieren. Jetzt mal gucken, ob wir oben rauskommen. Ich werde den Trade dann gleich mal einzeichnen. Also bis jetzt hat der Markt es ganz gut gemacht hier. Aber was wir nicht gesehen haben, ist jetzt die Bewegung nach oben raus durch die 41. Wenn ich die jetzt kriege, ich lösche mal das Limit Sell. Ich hole mal hier den Trade hier mit rein, dann seht ihr den hier unten jetzt. Die beiden Positionen noch. So, jetzt kommt die neue 5-Minuten-Kerze. So, und jetzt sieht man hier, der Nasdaq ist aktuell ziemlich schwach. Wenn der sich jetzt erholt, dann könnte der S&P oben rausgehen und wenn der jetzt nach unten durchgeht, dann muss ich auf alle Fälle raus mit dem Trade. Ja.
So, jetzt mal gucken hier, wie der Nasdaq sich da verhält. Und wie gesagt, es geht darum, den Plop hier zu bekommen durch die 41,50. Und jetzt mal gucken, ob er das hier ploppen kann. Und jetzt muss das ploppen und dann wäre es okay. Ich händel jetzt mal hier drüber. So, jetzt ploppen, 41,50. Also wenn wir hier die 41,50 rausnehmen, wäre es okay. Und dann sollte es eigentlich schnell gehen. Da kommt sie. Das ist der Plop. Jetzt kann ich auch gucken, dann mal gucken. Es kommt wieder die Langsamkeit des Denkens. Also angefixt das Ganze, nicht durchgelaufen. Gefällt mir nicht. S&P, ach, Nasdaq steigt. Zwar aber ist auch jetzt am Hoch der Kerze schon dran. Also nur angefixt, ich brauche, dass die 1-Minuten-Kerze oberhalb der 41,50 halt schließt, dann ist es okay. Dann darf es ploppen. So, und jetzt Feuer frei. Das wäre natürlich schön. Nix Feuer frei. So, jetzt mal gucken, wie es zum Ende der Stunde ausschaut. Also im 15-Minuten-Chart sieht es jetzt ja ganz gut aus. Ja, also es geht immer noch um die 44 da oben. Ja, diese 44 da oben. So, und Attacke. Attack. So, den einen rausgenommen. Den stellen wir hier BE. Was ich jetzt nicht mehr sehen möchte, ist, dass bis zum Ende der Stunde der Markt jetzt sich hier sozusagen nochmal runterkommt. Ich brauche jetzt hier im 1-Minuten-Chart die steigenden Kerzen und am besten das Hoch darüber. Und dann können wir hier oben den Limit-Zell hier oben reinsetzen an das Ziel. Und das lasse ich jetzt den Markt hier entscheiden. Ja. Ja, ziemlich affig das Ganze. Sieht dann unten rechts im 30-Minuten-Chart so aus, dass die Kerze dann ja schön, also wenn die jetzt so weiß kommt, wäre es cool. Wie gesagt, was ich jetzt nicht sehen möchte, ist, dass der Markt jetzt hier sozusagen hier nicht drüber kommt. Halt, so, da drüber, diese 43. Da, wenn er da drüber geht, na, das ist er, genau, dann darf er jetzt hier oben das Ziel erreichen. Man kann hier auch mit einer LPO arbeiten. Ich habe jetzt LPO hier ausgeschaltet. So. Ja, da haben wir das Ziel erreicht. Machen wir mal hier die Handelshistory an. So, das sind jetzt hier die Trades. Genau. Ja, jetzt kommt so ein bisschen die Order in Fahrt. Also es hat sehr lange gedauert. Jetzt haben wir die Kontinuität hier. Zum Ende der Stunde in der letzten Minute der Stunde oder letzten 2, 3 Minuten, ja, ist noch 1 Minute, dann ist die Stunde fertig. Ja. Gut, also was ich jetzt nicht wirklich drinne hatte, war dieser Minute, dieser Dipper hier runter. Der war aber sicherlich geschuldet derer, die hier so wie ich die Longs aufgebaut haben in dem Bereich. Diese nicht halten konnten, ja, Unglück, Glück im Unglück. Ich wäre höchstwahrscheinlich raus, aber ich selber handle halt. Für mich ist es okay, auch wenn es jetzt nicht schön ist. Und dann jetzt hier nach oben raus. Wie gesagt, ich konnte die Limits hier nur schwerlich verschieben, weil jetzt da auch nochmal der Trader hier gehangen hat. Aber jetzt, das ist natürlich jetzt so schön, dass sich denn das so dynamisch jetzt entlädt. Ja, das ist natürlich jetzt richtig gut gemacht. Und ja, gut, also unten rechts ist der fertige 30-Minuten-Chart und die Stunde ist ja auch fertig. Also wir sehen jetzt hier, wir gehen nochmal, wir machen das Bild hier nochmal groß. Wir sehen jetzt hier per, ja,
per Stunde, dass wir jetzt wieder oben dran sind und damit uns doch recht gut weit weg jetzt von da unten wegbewegt haben, von der 3.432 jetzt hier hochlaufen. Und jetzt geht es eigentlich darum, ob wir diesen grauen Preisbereich jetzt hier überwinden können, ja oder nein. Sieht dann im 30-Minuten-Chart so aus. Im 30-Minuten-Chart, wenn eine Kerze so weit oben so schließt, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja, bei vielen Kerzen ist es dann eher so, dass der Markt nur kurz drüber geht, dann erstmal runterkommt. Also natürlich kann es den Verlauf hier direkt so nach oben geben, aber im 30-Minuten-Chart, wenn eine Kerze so hochschließt, ist sehr oft der Verlauf eher so, dass der Markt hochkommt, drüber geht, nochmal runterkommt und am Ende der 30-Minuten-Kerze dann erst am hochschließt, sodass halt eine Kerze hier entsteht, die oftmals auch noch eine Lunte hat, ne? Und das wäre dann erstmal der Rücksetzer innerhalb der letzten 30 Minuten. Wenn es jetzt hier direkt durchgeht, kann auch sein, aber kommt nicht so oft vor. Also wenn ihr euch hier an dem Chart auch anschaut, wo die Kerzen oben geschlossen haben und wann kommt mal ein weiterer Verlauf. Also als Beispiel, hier ist eine Abwärtsbewegung, da schließt die Kerze tief unten und da kommt eine Folgekerze. Aber hier zum Beispiel, die Kerze schließt oben, ja, und da kommt halt hier erstmal nochmal eine sehr, sehr große Korrektur, bevor es dann halt hochgeht. Ja, hier die Kerze schließt auch oben und da geht der Markt höher und korrigiert dann auch wieder zurück. Deswegen, das sind zum Beispiel so reine Merkmale. Wenn man den Chart halt objektiv beobachtet, die einen einfach auffallen und darauf bin ich dann, gucke ich halt einfach immer ein bisschen. Ne? Deswegen bin ich dann hier oben so aggressiv long, dann eher weniger, wenn man weiß, dass natürlich kann es passieren. Ich sage mal, so ein Beispiel habe ich jetzt dann markiert, wo es passiert ist und zwei habe ich markiert, Beispiel zwei und drei, wo es halt nicht wirklich passiert ist oder auch hier drinnen. Ich meine, das ist jetzt zwar in der Nacht, aber zeigt ja nur den. Ja, Kerze schließt oben, geht drüber und komplett retour. Ja, also und das sehen wir auch hier in der Vorbörse, ist ja auch so passiert. Ja, und wenn man das einfach oft genug sieht, dann kann man ja für sich da auch sozusagen eine Meinung draus machen. Gut, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze jetzt hier in den kleineren Zeiteinheiten ausschaut. Und ja, sicherlich wird es die eine oder andere Frage jetzt gerade gegeben haben. So, jetzt war ich ein bisschen kurz gestresst. Ja, aber alles gut. Gut, kam gar keine Fragen, sehr schön. So, okay. Also das war jetzt der Trade gewesen. Wie gesagt, eigentlicher Entry hier unten, Entry 2 und 3 ist eigentlich der passt für mich. Die Minute war jetzt nicht so schön. Zumindest haben sie gezeigt, dass es nicht ernst gemeint haben und gut war, dass die Minute so schnell nach oben gezogen wird. Risiken rausskaliert in Richtung des Widerstandes und nach oben hin mitgenommen am Ziel. Über einem Trailing Stop wäre ich am Ende hier rausgekommen, also bei ähnlicher. Hätte ich jetzt einen Trailing Stop gehabt. Ja, also wenn ich jetzt einen Trailing Stop zum Beispiel den Preiex genommen hätte im 1-Minuten-Chart, dann wäre ich wahrscheinlich an gleicher Stelle jetzt herausgeflogen. Ja. Gut. Ja, waren jetzt 37,01 € sind da jetzt dabei rausgekommen. Okay. So, richtig gut jetzt gerade für die Folgebewegung gerade. Der Markt hat jetzt nur das Tief dieser Minute rausgenommen. Also wenn das jetzt so gut macht und hier die lange Kerze rausnimmt, dann wäre es natürlich schön, wenn der Markt hier dann weiter steigen kann und dann kriegt man die nächste grüne 5-Minuten-Kerze. Nasdaq sieht dann hier auch ganz gut aus. DAO auch das Hoch rausgenommen da. Wow. Wäre jetzt hier drüber klassischer Einstieg im Trend gewesen. Mal gucken, ob sie ihn durchziehen. Auf 2 bis 3 Punkte. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, aber auch das. Aber auch das ist halt ja, eine Möglichkeit. So, die 5-Minuten-Kerze, die jetzt wird es interessant. Interessant wird es jetzt, worauf ich jetzt achte, ist, wie jetzt die Akt. Ich mache mal vielleicht für den einen oder anderen, für den das verwirrend ist, ich mache mal das hier aus und mache mal den reinen 5-Minuten-Chart an. So. So sieht das Ganze im 5-Minuten-Chart aus, was wir jetzt da getradet haben. Und hier sieht man, was ich jetzt gerne möchte, ist,
dass oder worauf ich jetzt achte, wäre, wenn es eine gute Bewegung ist, dann sollte die Kerze auf alle Fälle da drüber schließen, über der 49,50. Wenn wir jetzt erstmal eine Konsolidierung bekommen, dann geht der Markt immer da hoch und dann wieder ein Stück runter. Wir sehen jetzt hier schon mal ein paar Leute, die hier auch, ja, 200 Kontrakte ist jetzt kein Highlight, aber die zumindest hier oben in diese Hochs ihre Limits reinstellen. Mal gucken, wie die jetzt bedient werden. Und das wird jetzt hier interessant werden, ob dieser Preisbereich entsprechende größere Verkäufe findet oder der Markt halt einfach weiterlaufen kann, wie das der Nasdaq jetzt hier tut, der jetzt über dem Hoch der letzten 5 Minuten Kerze schon drüber ist. Ja, da gucke ich jetzt so ein bisschen drauf. Der paced so ein bisschen nach oben. Ist zwar jetzt auch erst da, wo der S&P schon angekommen ist, aber da gucke ich jetzt drauf, dass der so ein bisschen gerade führend ist und vielleicht den Markt dann so ein bisschen eher nach oben bringt. Aber wenn wir es nicht schaffen, hier drüber zu schließen, dann sind wir für mich in der Konsolidierung. Die 5-Minuten-Kerze hat jetzt noch 3 Minuten zum Entscheiden. Und ja, was ich halt möchte, sehen möchte, ist, worauf ich hier schaue, gibt es auch ein tolles Tool im Stereo Trader vom Timo. Und zwar die TT Toolbox, die so ein bisschen Außen- und Innenkerze darstellt. Und darauf gucke ich doch recht aktiv. In letzter Zeit wieder verstärkt. Außencandle hier gehabt. Ja, Konsolidierung innerhalb der Außenkerze. Und hier drinnen den Long gesucht. Ja. Und jetzt haben wir hier wieder eine Außenkerze. Ja. Und Konsolidierung relativ klassisch, nicht mal die Hälfte, da wir nicht mal die Hälfte der letzten Kerze korrigiert haben, kann da ziemlicher Druck auf der Oberseite sein. Also das heißt, würde bedeuten, dass hier ziemlich Zug auf der Oberseite drin ist. Und wie gesagt, wenn jetzt die 5-Minuten-Kerze nicht kommt, dann durchaus, dass wir jetzt hier erstmal in eine Konsolidierung übergehen, bevor dann der Trend halt weiterläuft. Ja. So sieht es zumindest für mich jetzt gerade aus. So. Ja, klar. Tageshoch hier im S&P ist dann das Ziel. Ja, und darüber dann, wie gesagt, geht es ja darum, dass wir die Stundenkerze, diese lange Stunde hier, auch unten rechts im 30-Minuten-Chart, seht ihr das, dass wir die dann neutralisieren. Ja. Genau. Aber bis jetzt alles passt soweit. Also ist jetzt vom Markt her kein Markt, wo ich jetzt mega aktiv bin. Weil auch die Volatilität, jetzt muss man auch fairerweise sagen, für den Mikro-S&P fast zu gering ist, weil die Kosten darf man ja auch nicht unterschätzen. Ja, im Future Trading, klar, im Future Trading habe ich halt den Vorteil, ich kann halt höher hebeln, also ich kann sozusagen aufgrund der geringen Margin-Anforderungen den Hebel höher wählen und kann als Retail-Trader auch einen Hebel von oberhalb von 1 zu 30 damit hinbekommen, also bis 1 zu 100. Und Nachteil ist natürlich trotzdem die Kosten, die muss man auch im Blick halt haben. Dann fragt die Sabrina noch, wie sieht die roten und blauen Blöcke auf den Chart? Jetzt ist die Frage, welche roten blauen Blöcke? Also die man jetzt noch sieht oder die davor in dem 1- und 5-Minuten-Chart waren? Das wäre halt interessant. Ja, so und deswegen muss man halt mal gucken, ne? Wie das Ganze halt hier sich jetzt verhält. Ne? Also, wie gesagt, aufgrund der 30-Minuten-Kerze bin ich vorsichtig mit direkt weiter nach oben, weil es halt oftmals nicht passiert. Bis jetzt im 5-Minuten-Chart ist die Long-Seite so lange noch aktiv, solange wir jetzt keinen Schlusskurs unterhalb der 45 hier unten sehen, ganz grob würde ich jetzt sagen. Und wenn ich long handeln würde im 5-Minuten-Chart, mit dem Wissen, dass vielleicht im 30-Minuten-Chart auch nochmal eine Korrektur kommen kann, würde ich am liebsten den Long unterhalb der 44,75 machen. Das wäre natürlich ideal. Ja. Genau. Okay, davor, also sozusagen hier in dem 1-Minuten-Chart. Das ist der X-Frame-Indikator. Also wenn ich jetzt nochmal anmache, lässt sich einfach installieren unter Installationsmanager im Stereo Trader und dann dort auf Weitergehen, Lizenzvereinbarung akzeptieren und dann dort den X-Frame auswählen von mir sozusagen das Ganze und dann hat man das da drinnen. Ja. Es gibt ein Setup, welches ich also nicht welches ich kreiert habe, aber es gibt ein Setup,
Und der Dirk hat mir das freundlicherweise sozusagen programmiert. Die Sache ist nur die, ich bin, habe es leider nie in, also es gibt es öffentlich nicht. Ich glaube, ich habe es hier, obwohl jetzt bei, müsste ich jetzt hier gucken. An der Ansicht. So, jetzt haben wir hier gerade neue 5-Minuten-Kerze. Wir bleiben mal dran. Wir haben jetzt eine Konsolidierung gesehen. Wir haben aber auch wieder gesehen, dass wir keinen per 5 Minuten keinen Schlusskurs darüber haben. Jetzt wird es hier interessant werden. Was macht die erste Minute? Sehen wir da Gas? Wir sehen weiterhin im Nasdaq heißt das Teil, ganz oben rechts, da ist noch ein bisschen Gas drin. Und jetzt kommt es darauf an, die nächste 1, 2 Minuten müssen jetzt hier Gas geben durch das Tageshoch. Ja, die obere gestrichelte Linie ist gleichzeitig das Tageshoch. Naja, und da ist er. Also, und das wäre vielleicht auch hier ab und zu mal das, wo ich schreibe, das verfolgt. Es gibt halt Tage, und das passt jetzt hier ganz gut, auch wenn es jetzt der Markt zwar wieder zurückkommt, aber es gibt so Tage, da ist dann gleich, besteht oftmals die erste Minute in der 1- und 5-Minuten-Kerze, also das heißt, die Kerze jetzt hier, und in der Order ist es dann so, dass diese Kerze das Tief auch gleichzeitig der 5-Minuten-Kerze ist. Das heißt, wenn man das sieht und weiß, dass das so kommt, dann hat man durchaus die Möglichkeit zu sagen, am Ende ist egal, wie ich hier reinkomme, der Markt nimmt sowieso dieses Tief dieser Kerze nicht mehr raus. Und das trifft aber nur bei gewissen Strukturen halt zu. Und es kann halt auch sein, dass zumindest hier die erste Minute, also der Beginn der neuen 5-Minuten-Kerze mit der ersten Minute, war zumindest jetzt hier mal so ein Zeichen, dass da ein bisschen Action da drin ist. Jetzt kommt eigentlich noch darauf an, wie konstant das jetzt läuft oder nicht läuft. Aber theoretisch ist es so, dass diese Tiefs dann halten. Also hier in der Minute davor hat am Ende die Kerze zwar nicht schön geschlossen, aber wenn man sich jetzt hier nochmal das Tief der 5 Minuten hernimmt, am Ende wurde das hier nicht nochmal unterschritten. Also diese Kerze, ja, auch so eine Außenkerze. Das heißt, wir haben. Man redet hier von einem sogenannten Kassa-Trend, wo der Markt jetzt nicht vom Future richtig dominant ist, sondern die Kassa-Werte laufen hier tendenziell eher nach oben, und deswegen rennt der Markt halt so ein bisschen hin und her nach oben. Ja. Und das ist halt nicht ganz so schön zu handeln, weil es immer mal einen tiefen Rücksetzer geben kann oder auch der Markt gerne immer die tiefste Minute rausholt oder auch mal einer 5-Minuten-Kerze kurz andippt und dann wieder weitergeht. Ist ein bisschen nervig. So, worauf ich jetzt wieder achte, Thema Außenstäbe. Wir brauchen jetzt einen Schlusskurs hier drüber über diese Kerze. Dann ist alles cool. Alles darunter ist wieder Thema Konsolidierung und später dann auch irgendwann mal Bruch dieser Marke. Aber solange die Order läuft, sollte dieses Level halten. Ja. So, was wir hier im Dow Jones sehen, ist, der tut sich schon relativ schwer hier, der Dow oben rechts, über dem Hoch, ja, über dem bisherigen Tageshoch. Na, das sieht man hier, kein Schlusskurs. Also der höchste Schlusskurs, den wir jetzt hier haben, ja, ist hier diese 5-Minuten-Kerze und alles bis jetzt darunter. Also da will man nicht wirklich höher bis jetzt. Aber man geht auch nicht runter. Das heißt, man konsolidiert auch vor dem Niveau. Das heißt, hier werden jetzt Longs aufgebaut oder Shorts reingegeben. Und das geht dann so lange, bis die Seite rasiert wird, eine Seite. Ja. Im S&P 500 haben wir es ja jetzt auch bis jetzt nur geschafft. Also noch nicht per Schlusskurs, haben wir ja auch noch kein neues Hoch hier drüber gesehen. Ne? Ist nur angefixt, nennt man das Ganze. Also da hat man geguckt, kam bis jetzt keiner. Ja, und jetzt geht man doch wieder nach unten. Jetzt wird es halt wichtig, ist die Order intakt, sollte der Markt jetzt hier nicht nennenswert hier runterfallen, und ich könnte sogar hier nochmal einen Long Trade aufbauen, wenn ich hier mich traue. Ich habe so ein bisschen so Schiss vor auch dem Dow, dass wenn der jetzt hier weiter runterkommt, da hätte ich jetzt so gerade ein bisschen Angst. Wir gucken mal, wie die Minute hier endet in 20 Sekunden. Ob wir nochmal einen Long aufbauen oder nicht. Das Interessante ist jetzt, die 5-Minuten-Kerze schließt jetzt sehr schwach, und damit liegt das Überraschungspotenzial der Kerze auf der Oberseite. Wenn es klassisch läuft, ne, wir gehen mal hier auf den 5-Minuten-Chart only, seht ihr hier den langen Docht auf der Oberseite. Ja. Und da eigentlich ganz klassisch heißt es ja, unter dem Tief muss es weiter fallen. Und deswegen liegt genau das Überraschungspotenzial auf der Oberseite. Wenn der jetzt einfach durchfällt, wie er das klassisch macht, dann soll er das machen. Wenn er jetzt aber hier steigt,
Jetzt bin ich hier long. Und der hat das nur angefixt, dann ist der über das Überraschungspotenzial auf meiner Seite. Ja, jetzt hier. Ja. Und das kann man dann halt ausnutzen. Und am allerbesten ist, wo liegen jetzt die Stops derer? Natürlich am neuen Tageshoch. Ja. Und jetzt kann ich ja gucken, dass ich jetzt, habe zwar nur eine Position jetzt drin, aber das ist eigentlich ganz cool. Das ist zum Beispiel auch sowas, was halt recht typisch im Markt halt ist. Ich sichere den jetzt hier schon mal ab im Plus. Mal gucken, wie die Minute endet. So, und ja, vielleicht, ja gut, bin ich jetzt doch raus. Aber das ist ja ein ganz typischer Trade. Und wenn man den halt im S&P 500 macht, dann ist das halt ein ja, 50 oder 100 $ Trade für die Annahme dessen, dass der Markt das halt so macht. Und man hat ja gesehen, jetzt war ich hier in dem Trade kaum im Verlust, ne? So, und das ist eigentlich ein schöner Trade. Und wie gesagt, wenn es richtig gut läuft, dann geht es halt richtig stark nach oben und sofort durch das Hoch. Ja, das war jetzt ein kleiner Scalp-Trade. Ja, gut. Also das ist so die Idee, wenn man jetzt den 5-Minuten-Chart-Only hat, ja, dass das die Klassik ist, natürlich, dass der Markt hier runterfällt und weg. Und das Überraschungspotenzial liegt definitiv auf der Oberseite. Und interessant ist halt, je länger das dauert, desto schöner das Potenzial auf der Oberseite, desto schöner auch die Longseite, obwohl wir hier eigentlich gegenläufige Signale haben und die halt alle in einem Buch gelesen haben über Candlestick-Analyse, ja, die dann hier reinshorten und auch andere, die das machen. Und es gibt genug Fälle, wo das ja auch ganz klassisch aufgeht, aber im Sinne so einer Kassa-Order ist es dann doch eher so, dass der Markt dann hier das Ganze dann doch auf der anderen Seite auflöst, denn bis jetzt ist es immer noch trendig und bis jetzt ist es auch nur, und das muss man, darf man halt auch nicht vergessen, wie ich es davor gesagt habe, nur eine Konsolidierung innerhalb hier da drinnen. Was halt fehlt, ist ein Schlusskurs oberhalb dieser 5-Minuten-Kerze. Ja, und so setze ich das Bild dann halt fort. Aber der war jetzt mal ganz gut. Jetzt mal gucken in 2 Minuten, wie die Kerze schließt. Also wie gesagt, ich bräuchte jetzt, bei so einem Markt bräuchte ich auch nicht mal 5 Minuten, also nicht mal einen 1-Minuten-Chart, weil ich an dem jetzt sowieso nicht so viel festmache, sondern einfach jetzt das Level an sich halt handle. Und das ist hier unten die 48. Der war noch einmal jetzt, während ich geredet habe, war der hier noch einmal an der 48. Das heißt, ich hätte auch noch mal ein zweites Mal die Position laden können. Die wäre jetzt sogar noch, wäre gar nicht mehr ins Minus gelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir schauen mal, ob der Markt es gut macht. Also wenn der Markt es gut machen sollte, wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht. Aber wenn er es gut macht, dann schaffen wir es jetzt noch in diesen letzten 2 Minuten über die 52,50. Also wenn er es gut macht, dann holen wir jetzt gleich noch die Shorts, die hier drin sind, alle raus. Also das ist eigentlich, ja, sieht bis jetzt ganz gut aus. Ja. Ja. Also man hätte den Trade auf alle Fälle noch ein zweites Mal machen können. Ja, denn den Stop jetzt genau dorthin, wo man jetzt auch hat, und jetzt kommt der Stop Run, und das sind jetzt genau die Gelackmeierten, die hier unterhalb der 48 Short sind. Das heißt, ich habe sozusagen auf das gehandelt, also auf den Fehler, wenn man es will, gegen die Klassik gehandelt. Ja. So, und da oben über, auf, wichtig wäre für mich, einen Take Profit am neuen Hoch. Am besten, sieht im Chart immer gut aus. Man weiß ja nie, welches Hoch das letzte ist. Stellt euch mal vor, das Hoch wäre jetzt das letzte für heute. Und dann ist es immer schön, wenn man in seinem Trading-Account da oben ein TP hat und danach fällt der Markt. Ja. Aber das war jetzt genau der Stop, den der Markt nochmal brauchte. Ja, nochmal eine extra Runde drehen, nochmal die Shorts rausholen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wenn er jetzt so unten schließt, dann fallen wir wirklich. Ja, so schnell muss man sich dann halt umdrehen, ne? Ja. Aber das ist halt die Story dahinter, meines Erachtens nach, ja, dass der Markt halt jetzt nochmal das Hoch, also jetzt sind die Stops der Shorts sind raus und nach dem x-ten Mal, ja, hat das jetzt geschafft und jetzt kann er wirklich fallen. Wenn jetzt, je nachdem, wie groß der Trader ist, der die Position jetzt braucht, könnte ich mir vorstellen, dass der Markt vielleicht jetzt nicht mehr hochkommt. Habe ich jetzt vor einer Minute, hätte er mich vor einer Minute gefragt, hätte ich es anders argumentiert, aber ja, das ist natürlich jetzt eine ganz interessante Situation gerade gewesen, dass der Markt zumindest das erreicht hat. Und hier sieht man auch in der Phase, wie wichtig jetzt auch das Handeln von einem TP ist oder mit. Ja, und der TP liegt ja hier drüber, also hier der TP sollte hier oben drin sein. Und wenn man den hier bekommen hat als Exit, ja, ich mache mal hier einen blauen Punkt rein, also hier sein Exit hier bekommen hat, ist natürlich genial. Ja, bis jetzt. Cool.
Ja, jetzt gucken wir mal wieder. Wir gucken auf der Unterseite, wie fix der Markt das an. Kommt er danach hoch? Wie kommt er hoch? Und ja, es wird halt immer etwas hässlicher, das Bild. Auch hier im DAU. Ja. Aber vor allem das Hoch und jetzt die Kontinuität, wie der Markt fällt, deutet, ich sage jetzt mal mit 65-prozentiger Wahrscheinlichkeit an, dass es das jetzt nach oben gewesen sein könnte. Also gerade eben wäre ich noch davon ausgegangen, dass wir viel, viel höher steigen, aber wieder, wenn ich jetzt sehe, wie macht der Markt was und wenn er jetzt nicht mehr hochkommt und hier in der nächsten Minute auch das Tief jetzt nicht mehr kauft, der letzten 5 Minuten Kerze, gehe ich davon aus, dass wir hier wohin fallen wir? Bis hier runter. Das wäre jetzt das Target, wäre jetzt hier unten, das Tief der langen 5 Minuten Kerze. Das ist das Ziel, wenn wir nicht mehr, also wenn wir die 44, 75 nicht mehr verteidigen sollten. Solange wir die verteidigen, gibt es immer noch mal die Chance für nach oben. Darunter für mich das Rausnehmen der 38, 50 als nächstes Ziel. Ja. Ich hoffe, ihr Frage an euch da draußen. Konntet ihr mir soweit folgen oder gerade absolut böhmische Dörfer, was ich hier erzähle? Ist ja auch mal ganz interessant zu wissen. Ich habe jetzt gerade hier die Fragen nicht. Könnt ihr ja einfach mal reinschreiben. Super, gut, dann ist ja gut. Also natürlich der Dreh- und Angelpunkt gerade eben, der war auf alle Fälle sehr tricky, aber voll reingepasst. Ja. Gut, also dann bin ich ja beruhigt, wenn ihr mir folgen könnt. Ja. Aber das ist genau das, dieses Verständnis, darum geht es für mich im Trading und nicht, ob ich jetzt recht habe, dass der DAX, der DAX, sag ich schon, der S&P da drüber geht oder nicht da drüber geht oder von dort aus wieder runterkommt. Und am Ende will ich gar kein Recht haben, sondern ich will versuchen, dahinter das zu verstehen. Und die wichtigste oder die Schlüsselstelle, ich sage mal so, vielleicht auch, wenn ihr selber mal im Trading als Hinweis, dass ihr vielleicht auch im Trading nach gewissen Schlüsselstellen sucht. Ja. Das Interessanteste war, dass der Markt hier jetzt der 1-Minuten-Chart wieder das Hoch hier rausgenommen hat und das, was danach passiert ist, zeigt mir, dass jetzt, nachdem das Hoch dort genommen wird, jemand auf alle Fälle die Dominanz hat auf der Verkaufsseite. Warum, wieso, weshalb, ich weiß es nicht. Es ist halt so. Ihr seht jetzt auch, vergleicht mal die Kerzen davor und vergleicht mal jetzt, was hier seit 3 oder 4 Minuten läuft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kommt er runter? Und jetzt auf der Unterseite gucke ich immer Stelle für Stelle. Worauf ich jetzt achte, wäre, dass der Markt da jetzt mal so hoch kommt und dann wieder schnell fällt. Dann wüsste ich, haben wir den Verkäufer hier drinnen sitzen, der den Markt hier konstant runterholt und mit dieser Bewegung nach oben, was wird da gemacht? Da werden immer die reingeholt, die hier jetzt auf solche Unterstützung traden. Der Markt darf von mir aus auch da hochsteigen, das kann er auch. Aber mein Fokus wäre jetzt auf der Short-Seite, nämlich über den Hochs die Short-Seite. Genauso wie unter den Tiefs die Longs. Hier wäre es jetzt über den Hochs die Short-Seite. Das heißt, ein anderer, der auch so guckt wie ich, der hätte jetzt hier, nachdem der Markt das gemacht hätte, die Shortseite direkt genommen. Ich war jetzt noch long eingestellt, deswegen habe ich die Shortseite nicht genommen. Aber darauf würde ich jetzt da gucken. Und wie gesagt, Step by Step, die Levels, das jetzige Level ist hier die 43. An der 44, 75 sind wir ja dran. Und jetzt im Idealfall nimmt er hier die große Limit Order raus, da wo einer kauft. Rausnehmen am besten und weg. Wenn man jetzt merkt, okay, der Markt kann hier nicht tiefer fallen und wir sehen jetzt so große Limits und der Markt hält dort immer an, dann kann man auch sehen, okay, es gibt immer noch Interesse, dass der Markt dieses Level verteidigt. Also das heißt, da gibt es jemanden, der gibt halt nicht auf. Und jetzt kommt es darauf an, wer hat die größeren Taschen. Und jetzt mal eine kleine Story, schon mal vorweggenommen. Ich meine, ich sehe ja sowas ja jeden Tag. Wir sehen jetzt jemand, der hält dieses Level. Was macht der? Da, wo wir halt einen Kontrakt handeln, handelt der halt 200. Das heißt, der kauft diesen Bereich. Unterstützung wird Widerstand. Ganz einfach. Der kocht auch nur mit Wasser. Der kauft halt hier immer passiv. Hier kauft er vielleicht auch ein bisschen aktiv und hält das Level. Was will er? Er möchte, dass der Markt dahin geht. Aber jetzt unsere Überlegung, meine Überlegung als spekulativer Trader.
Was ist, wenn der Trader von hier oben größere Taschen hat? Frage: Was wird passieren, wenn der kleine Trader, der hier unten per Limit hält, fertig ist? Wenn der voll ist mit 500 Kontrakten. Was ist, wenn der voll ist? Was passiert, wenn der Markt das Level hier anknackst? Dieses Level hier, da unten. Paar, ein, zwei, drei Ticks tiefer. Dann schließt der hier den Long aufgebaut hat, seine Position. Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist das Ziel, das, was dann hier vorher schon klar war. Und das ist jetzt die Idee. Das Einzige, was man jetzt hier rauskriegen muss, ist, wer hat die größeren Taschen? Hält das Level? Also kann es verteidigt werden, wenn es erfolgreich verteidigt werden kann? Haben wir ein kleines Problem, weil wir es halt schlecht traden können. Warum? Der Markt geht nämlich einmal hoch, kommt ein Stück runter und geht dann weiter. Das heißt, wir kommen nur mit hohen Risiken hier wieder rein in diese Position. Ich meine, die ist jetzt zwar rot gezeichnet, aber es soll eine Long-Position sein. Ne? Das heißt, wir können hier unten jetzt nicht kaufen. Aber das ist der Fight. Und der Fight ist hier offensichtlich. Also, ich hoffe, ihr könnt das fühlen, spüren. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hier passiert. Fiese Variante, was ist die fiese Variante des Verteidigens? Fiese Variante natürlich, Klack und dann Vollgas so. Das ist die fiese Variante. So, jetzt gucken wir mal, wie spielen sie es aus? Und eigentlich geht jetzt als Trader nur darum, ich kann das jetzt hier mitmachen und kann jetzt überlegen, ob ich jetzt hier zum Beispiel das Level immer long handle oder ob ich, oder wann würde ich es long handeln, so wie hier, wenn ich das sehe. Ich halte nochmal ganz kurz das Bild hier an. Wenn ich das hier sehe, dass der Markt dieses Tief so schnell kauft, dann habe ich ja hier auch nochmal einen Long eröffnet. Oder hier. Ja? Also muss man halt schnell sein, auf Zack und sagen, okay, das ist es. So. Jetzt sind wir ja dran und jetzt gucken wir mal, ob es lang und schnell wird. Wenn sie es gut machen, dann weiß ich, wie es läuft. Wenn es nicht gut machen, gut, da kann ich auch nichts dafür. Ja, aber das ist es, ja. Es ist ja logisch. Das ist eine vollkommen. Also, die Sache ist ja die, ich weiß ja nie, ob es passiert. Ich muss genauso wie ihr grübeln, aber vielleicht grübel ich halt auf einem anderen Level, weil ich versuche, das zu spüren, weil ich mich da reinversetzen kann. Wo ist der Schmerz dieser Trader? Und darum geht es für mich und nicht rein um die Technik. Ein rein charttechnischer Trader, klar, der kann auch sagen, ich gehe hier Short mit Bruch der Unterstützung. Kann man ja auch machen, ne? Es kommt am Ende das Gleiche hinaus. Knifflig wird es ja immer dann, wenn man eigentlich charttechnisch analysiert und der Markt löst das halt nicht so auf, wie man das gerne hätte. Und irgendwann kommt man dann auf die Idee, das könnte vielleicht daran liegen, weil ich dahinter das nicht greifen kann, was da wirklich passiert. Klar, ich weiß, dass der Markt steigt und fällt, aber was passiert da? Und das ist immer das, was ich gerne versuche zu erklären, das dahinter, ne? Die Story hinter dem Kursverlauf, ne? Und diese eine Minute reicht aus für mich als spekulativer Exit. Diese eine Minute hier nach unten, das waren jetzt zwei Punkte, drei Punkte fast. Das sind für mich pro Kontrakt im Großen $150. Ja, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie gesagt, jetzt, ich nehme mal diesen Coaching-Schüler, den ich jetzt gerade, mit dem ich fertig bin, der sowas, also der das sehr gut mittlerweile versteht. Ja, der handelt das mit drei Kontrakten, dann sind das $450. In der Region oder sagen wir mal mit Slippage und nicht so einen guten Einstieg und so weiter und so fort. $300, ja, dann macht man sowas zwei, dreimal am Tag. Ja. Aber man muss sich da halt reinfühlen können und ja, also der Stich nach unten war gut. Wir sehen jetzt, dass jemand diesen Stich genommen hat. Also das heißt, jemand nimmt diese Tiefenkurse wieder. Wir haben nicht ganz das Ziel erreicht. Und jetzt kommt es hier drauf an, ob wir hier Long-Aufbauten sehen, neue. Die natürlich, und jetzt drehen wir das Bild schon wieder um. Was passiert, wenn der Markt jetzt hier drüber geht? Wer wird dann geholt? Ja? Da werden dann die Stops derer geholt, die von da oben angefangen haben. Ja, also die hier. Ja, also ihr seht, das ist ein schönes Dreh- und Wendebild. Ne? Die alle hier drin sind, ja, die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ihren Stop-Loss hier haben. So, und was passiert wieder? Entweder der Markt rast hier so durch und weiter, weil andere mitmachen oder der Markt rast dahin und wir sehen es gerade wie hier, dass am Ende sieht dann die 5-Minuten-Kerze oder die 1-Minuten-Kerze so aus. So und so. Ne? Also kurz. So und alle denken immer, der hat meinen Stop abgeholt, aber am Ende ist genau die Kerze entsteht aufgrund der Stops, die man da sehen. Ja. Also sehr interessantes Bild heute. Muss man ein bisschen sicherlich um die Ecke denken. Frage wäre natürlich, jetzt mal ohne diese Story dahinter gedacht, kann man sowas auch ohne das handeln? Ja, kann man auch, wenn man sozusagen daraus gewisse,
Ja, und jetzt seht ihr gleich, kommt der Plop auf der Oberseite. Jetzt kommen gleich die Stops der Shorts. Da kommen sie schon angefahren. Ja, und jetzt muss der Plop noch kommen. Und wenn der Plop noch kommt, dann ist alles gut. Dann haben wir es wieder richtig erraten. Ne? Das heißt, auch wieder hier schnell umgedreht. Ne? Wie oft haben wir uns jetzt im Kreis gedreht, aber von der Story her eigentlich immer richtig gedreht. So, jetzt genau dran und ploppen wir mal. Ploppen wird es nicht. Wann wird es nicht ploppen? Wenn der Short Trader, der hier weiterhin Attacke macht, sozusagen hier oben weiterhin seine Hand drauf hält, ne? Also den Deckel zumacht, dann wird es nicht ploppen. Dann hätten wir sogar eine Chance, jetzt hier Short zu gehen, in so einer weißen Kerze, wo viele dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, bist du wahnsinnig, du kannst doch dort nicht Short gehen. Und das ist der Punkt, an dem man Short gehen sollte, wenn es halt nicht ploppt, ne? Ich hatte kurz den Verdacht, also ich hätte euch sagen können, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt gerade eben nicht ploppt. Aber also sagen wir es mal so, es sitzt noch nicht ganz vom Tisch, würde ich jetzt mal sagen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn das die nächsten 3 Minuten hier verteidigt wird, das Level, dann wird es sehr schwer mit ploppen werden. Wir gucken jetzt nochmal. Warte, ich gucke nochmal. Ich gucke hier nämlich gerade so ein bisschen in den Footprint-Chart rein und sehe, dass da jemand zumindest auf der 45 halt ziemlich reingibt und mal sehen, ob es verteidigen kann. Was gerne gemacht wird, worauf wir jetzt mal achten, folgendes. Also klassisch ist, das Level hält und man müsste jetzt hier direkt hier den Short reingehen. Also direkt einfach auf der 45 klicken, drauf setzen. Auch wenn man hier ausgestoppt wird, ist der Stop zu dem, was man verdienen kann, enorm. Also man riskiert 2 Punkte, kann aber hier 4 Punkte verdienen eventuell. Worauf ich aber achte, weil es ja doch immer ein bisschen fieser wird in so einem Markt, ist, dass der Markt kurz raus, ne, oh Mensch, verkehrtes Zeichen, du so, kurz rausgeht und wenn er dann einfach weitergeht, dann ist okay, dann soll er es halt machen, dann ist auch unser Stop richtig gesetzt, aber wenn er rausgeht, an das Level drankommt, der haut den Deckel wieder hier rein, dann nach unten weg. Ja, da achtet man drauf. Genau den hier, das hier. Und jetzt Deckel drauf auf der 45, nie wieder dorthin gelaufen. Das wäre, also wenn er es jetzt so macht, dann das ist perfekt. Also wenn es jetzt noch hier drunter geht, unter die 43,50, dann wird es perfekt. Macht das perfekt? Ja. Ja, gut. So, Candle-Trader würden wahrscheinlich jetzt so unterhalb der 44 den Short dann nehmen. Mit der Idee, dass es runtergeht. Naja, ist schon sehr gut gemacht, würde ich jetzt mal sagen so. Jetzt gucken wir hier kurz in ein anderes Tool hier rein, Footprint Chart mal. Und das ist hier ein 10-Sekunden Chart. So, und ich markiere für euch mal das Level hier. Da. Da, seht ihr das? Und es geht um diese Zahlen hier. Da, 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 da. So. Das sind so für mich da, wo ich den Fokus drauf hatte, um den dann entdeckt zu haben. Ich meine, es wird halt jetzt nach unten nicht richtig gut aufgelöst, aber wir kommen dahin, also da ist jemand. Ja. Und von daher gucken wir mal. Ja. Naja, so jetzt sind wir schon wieder oben. Ja, also wie gesagt, so richtig schön ist es nicht, aber da. Schauen wir mal jetzt, und jetzt wäre wieder gucken, unterhalb der 45 dann, ob es dann nochmal so passiert. Was natürlich jetzt hier auch ist, klar, irgendwelche News können immer wieder dazu führen, dass man wieder komplett neu denken muss, weil das aus der aktuellen, ja, aus dem aktuellen Rhythmus dann alles rausgezogen wird, ne? Ja, aber gut, das Level wird verteidigt. Das ist wichtig. Das heißt, auch wenn ich hier short drin bin, bin ich immer noch gut. Also, ne? Habe jetzt hier nicht mitgehandelt. Also hier in dem Markt zu handeln, das ist für mich vollkommen okay. Das kann ich im Webinar aber nicht umsetzen, weil ich muss hier entweder immer überlegen, ein Tick raus, 4 Ticks raus, 5 Ticks raus. Und im Mikro macht das nicht so viel Sinn, weil die Kosten dann zu hoch sind, muss ich auch sagen. Aber prinzipiell, die Minute hier nach oben zeigt, weiß jetzt nicht, ob sie offenbart, oder ob sie offenbart, dass der Short Trader wirklich der dominante Akteur ist oder ja, welche Seite nun aufgibt.
Die Sache ist jetzt die, je länger das jetzt alles hier dauert, der ganze Quark, desto undurchsichtiger wird es irgendwann. Das heißt, die Dominanzen gleichen sich immer aus. Ja, und dann verschwindet der Markt irgendwann in irgendeiner komischen Affenrange. Und dann wird es auch irgendwann, muss ich dann sagen, jetzt habe ich mich ja heute schon fünfmal im Kreis gedreht und dann wird es irgendwann undurchsichtig und dann weiß ich nicht mehr, wer vorne sein könnte. Das Buch ist dann theoretisch ausgeglichen und dann muss ich dann auch erstmal den Handel einstellen. Ja. Gut, wir haben 16:30 Uhr. Ich denke mal, ich hoffe oder laut Feedback konntet ihr mir ja doch ganz gut folgen. Ja, ein Trade jetzt nur gemacht. Nee, zwei. Sorry, zwei. Aber wichtig war für mich das hier. Also das Rausnehmen und das, was danach passiert ist, dieser Kontinuität, das fand ich richtig gut. Den Ausstopper hier fand ich richtig gut. Den konnte man gut sehen. Gut, das hier war nicht ganz so schön, aber gut, das gehört nun mal dazu. Ich sage jetzt mal so, besser wäre gewesen, ich hätte nur zwei Positionen drin. Oh, hier kommt der Verteidiger. Verteidiger ins Spiel. Besser wäre es gewesen, nur zwei Positionen drin zu haben und dann hier der Aufstocker, der war gut. Der ist soweit in Ordnung gewesen. Ja, gut. Also ich hoffe mal vielleicht einfach, dass ihr da auch mal eine andere Sichtweise gesehen habt, ohne Indikatoren rein vom Candle-Verlauf zu verstehen, was dahinter passiert. Wie gesagt, an der Stelle nochmal der Hinweis, der Grundkurs Skype Trading, wenn ihr euch bis zur BOT geduldet, kleiner Hinweis an der Stelle, da werden wir eine Special-Aktion machen für alle, die dann an der BOT mit dran teilnehmen und werden dann einen kleinen Vorzugspreis raushauen. Genau, und vielleicht ist ja das für den einen oder anderen interessant, das Ganze mal die Märkte aus dieser Sichtweise versuchen zu verstehen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sind das halt meine Erkenntnisse, meine Vorgehensweisen. Die werden nicht für jeden passen sein, aber wer halt merkt, vor allem, dass er halt irgendwie im kurzfristigen Trading in Richtung 50-50 rumeiert, der muss sich ja irgendwann auch mal verändern und oder sollte sich verändern, damit er nach vorne kommt. Ja, genau. Und dann kann das eine Option sein. Ja, genau. Also ich will auf alle Fälle nur damit sagen, dass das halt eine Option sein kann. Und am Ende liegt das auch im Trading immer an den persönlichen Glaubenssätzen. Und wie gesagt, wenn ihr allein schon den Markt in Wenn-Dann-Regeln setzt und sagt, okay, solange der Markt das Level nicht erreicht, ist es eher Long. Solange das nicht Level erreicht, ist er eher Short. Dann zu gucken, wie verhält er sich? Also vor allem das hier oben, ne, zu sagen, der Markt ist long, war gut, gut gesagt, gut gedacht, aber dann auch sofort merken, okay, der Markt geht hier raus und genau an der Stelle, wo ich erwarte, dass der Markt weiterläuft, macht er das nicht und hier sofort sagen, okay, Cut, umdrehen, dran denken, die Stops müssen rausgenommen werden, also die Story dahinter, dass man das halt handeln kann und rein charttechnisch kann man es ja auch handeln, also auch rein candle-technisch, ja. Oder jetzt auch den Trade hier unten, den Long Trade zu haben. Ich glaube, das fällt, glaube ich, relativ vielen Tradern schwer, die halt auf keine Bestätigung warten. Also ich brauche keine Bestätigung im Markt für meinen Trade. Ich nehme einfach das Level an sich an und handle es. Klar, irgendwann komme ich auch dazu, dass ich Candle-Bestätigungen halt habe, die ich dann auch nutze. Was weiß ich, wenn er das hoch einer Minute oder einer 5-Minuten-Kerze bricht, ja, dass das halt ein Entry-Punkt dann ist. Aber es ist halt oftmals auch gar nicht anders möglich, ja. Weil der Markt nun mal an so einem Punkt halt ist. Ja. Genau, ja, und das ist halt sozusagen ja, diese Sichtweise, die ich da vermittle und das zu versuchen. Ja. Ich würde jetzt persönlich, wenn ich das jetzt sehe, würde ich Pause jetzt machen, würde nichts mehr machen und würde den Markt jetzt im Markt sein lassen. Weil jetzt ist es, jetzt geht es dahin, dass ja, die Shorts kommen nicht durch. Ja. Also der Short Trader, um da nochmal die Story jetzt zu vervollständigen. Der Long Trader hier wurde ausgestoppt, kam nicht durch, denn wurden hier die Longs, die Shorts wurden jetzt auch nicht wirklich gut ausgestoppt. Jetzt nimmt der Short Trader hier wieder Attacke drauf. Jetzt kam wieder jemand, der das Level ja hier verteidigt hat. Und jetzt ist halt die Frage, ne? So, und jetzt sind beide Seiten eventuell im Gleichgewicht. Das heißt, der Markt kommt nicht wirklich hoch und dann brauchst du halt einen Impuls von außen. Entweder, dass der Short Trader ausgestoppt wird oder der Long Trader ausgestoppt wird und danach müssen dann weitere Trader reinkommen, damit sich der Markt halt bewegen kann. Ansonsten wird das jetzt ein absoluter Affentanz werden hier.
Und deswegen, da muss ich dann nicht mehr dabei sein, wenn das Buch an sich halt ausgeglichen ist. Also das heißt, die Positionierungen. Ja. Das heißt, der Markt kann hochgehen, Stops werden geholt, genau da, wo man dann denkt, okay, Stops geholt, jetzt muss es weitergehen. Oder der bricht die Range für andere Trader, fällt halt wieder zurück in die Range. Ne? Also das heißt, man guckt jetzt hier drauf, was macht er hier oben? Range gebrochen. Jetzt die Breakout-Trader, die hier reinkommen, die könnten eventuell dann auf die Mütze bekommen, wenn der Markt danach wieder runterfällt. Ja. Also Breakouts würde ich jetzt selber hier nicht traden. Ne? Das wäre mir hier too risky. Also da würde ich denken, das ist was für, also da, ja, kann man machen, muss man nicht. Also das wäre für mich dann so ein, ja, rechts im 30-Minuten-Chart nochmal kurz geschaut. Also weiterhin kein Schlusskurs oberhalb oder auf neuem Hoch. Also wir haben immer noch nicht dieses Stundenhoch hier rausgenommen auf der 3450. Interessant wird sicherlich, was passiert, wenn wir am Tief der letzten halben Stunde sind oder auch am Tief der letzten 15 Minuten Kerze. Was passiert dort? Ja, also das wird sicherlich nochmal interessant. Die Stunde hat ja noch eine halbe Stunde Zeit oder 20 Minuten Zeit hier, um sich zu entscheiden. Ne? Wie gesagt, wenn Sie es gut machen zur Stundenende und Sie wollen halt wirklich einen Close oberhalb der 3450, kann man sich jetzt zwar noch nicht wirklich vorstellen, dann muss er jetzt 18 Minuten Gas geben. Ja. Das wäre dann halt die Idee dahinter, ja. Dass man dann auf die Stunde halt guckt. Ja. Aber bis jetzt passt es ja, was ich zu der vorhergehenden Stunde gesagt habe, dass eine Stunde, die so hochschließt oder eine halbe Stunde, die so hochschließt, in seltenen Fällen wirklich durchgelaufen wird. Es ist so. Ist halt nochmal Fakt. Ich denke mal, wer den Dirk Hilger oft genug hört, der sagt das auch. So eine Kerze wird immer wieder nochmal in einer gewissen Art und Weise zusammengestaucht. Gut. Ja, da hoffe ich, dass euch das Webinar und die Serie damit gefallen hat, dass ihr einen Einblick so ein bisschen in das Future Trading bekommen habt, wie man es umsetzen kann hier im MetaTrader 5. Und ich würde an der Stelle mal zum Nelson zurückgeben und ja, vielen Dank auch, ja, dass ich das immer wieder auch mal zeigen darf, wie ich denke und auch handle. Und ja, freue mich aufs nächste Mal, also nächstes Event mit euch. Und wenn euch gefallen hat, dann lasst doch später, wenn das Video da ist, einen Daumen nach oben da. Teilt es, liked es, würde mich freuen. Und dann gebe ich mal zurück zum Nelson. So, Ja, interessant. super, Range. super Heiko. Also ich bedanke mich. Super Webinar. Auch ich habe es verstanden. Und Jawohl! Du wirst auch ein Trader. jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, Feedback hast du schon angesprochen. Wirklich 100% positiv. Freut mich sehr. Und ja, du hast es schon angesprochen. Auf der WOT bzw. WOT Online wird es einen Vortrag von dir geben. Tatsächlich haben wir vorher noch einen Termin zusammen. Dann auch wieder hier um 15 Uhr. Würde mich freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und dann können Sie, wie Heiko es sich gewünscht hat, entsprechend einen Daumen hoch da lassen und würden wir uns natürlich auch freuen. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg, noch einen schönen Nachmittag und passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis bald. Dankeschön. Tschüss.